Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Wir haben mal wieder Montag, heute den 4. April 2022, und wir sind bei den Wandelgesprächen wieder. Also der Einstiegsstufe sozusagen in die Kultur, dass alle mit allen freundlich über alles reden können und dann natürlich auch sinnvollerweise über den Wandel, den die Welt braucht, voraussetzen, dass sie ihn braucht. Und ja, es gibt einen Forums-Thread, der mit verlinkt werden wird, hier mit der Sendung, also unten in dem Beschreibungstext damit reingestellt wird. Deshalb muss ich da nicht viel mehr zum Rahmen eigentlich erzählen. Forum ist der Redekreis, dass wir so immer nach ein paar Minuten aneinander abgeben. Der Dylan gibt so ein Zeitzeichen und dann kann der Betreffende noch abrunden und gibt dann eben weiter an den nächsten. Ja, wer über den Talk hinaus eben wirklich noch mehr in die Breite und Tiefe gehen will, also da, wo auch dieses Forumsthema über die Wandelgespräche ist, da kann man insgesamt unser freies Argumentekulturforum nutzen, www.freie-argumente-kultur.de. Ja, und damit gebe ich für den ersten inhaltlichen Beitrag an. Ich glaube, den Dillen. Fangen wir mal so an, denke ich mal. Und dann kann der die Reihenfolge mit den anderen, mit uns anderen dann ausmachen. Ja. Ja, Luki, hörst du mich schon? Ich höre dich sehr gut Luki und nicken? klar. Ich Ja, höre dich sehr gut und sehr gut. klar. Gut, dann. Ja, super. So, dann fange ich mal an. Also, Lukis Anliegen ist ja die Geldabschaffung und die Abschaffung des Finanzwesens. Und da kann ich ihm eine gute Nachricht sagen, an die ich ja noch gar nicht gedacht habe, dass wir über die GWÖ-GWO-Diskussion auch die Geldabschaffung eventuell kriegen, genauso wie vielleicht auch ein bedingungsloses Grundeinkommen. Denn die GWO geht ja einher mit dem Vorschlag einer Bundesliga der Landesregierung. Das heißt, Politiker werden nicht mehr Karriere machen, wenn sie sich von Konzernen bezahlen lassen oder von Lobbyisten bestechen lassen, sondern sie können nur noch als Politiker überleben, wenn das Wohlfühlen, die Gesundheit, die Langlebigkeit und der Wohlstand aller Wählerinnen ihres Bundeslandes sich positiver entwickelt als in anderen Bundesländern. Und insofern wird es, sobald irgendein Politiker die Chance sieht, vielleicht den Glückszustand seiner Landesbevölkerung zu vergrößern, wird er mindestens in einer Region, zum Beispiel das Experiment bedingungsloses Grundeinkommen oder Experiment Geldabschaffung einführen. Und wenn sich dann herausstellt, dass das wirklich in dieser Region oder gar im ganzen Bundesland zu einem glücklicheren Leben führt, dann wird das von den anderen Bundesländern ruckzuck auch eingeführt, weil sie sonst ja die Verlierer des Spiels wären. Also Gemeinwohlwirtschaftsordnung GWO bedeutet also eine völlig veränderte Politikersituation. Der Politiker wird zum Diener und wenn er nicht kuscht vor uns Wählern, dann ist er so schnell weg vom Fenster, so schnell kann er gar nicht gucken. Also es ist genau das Gegenteil zu den im Moment von den Konzernen bezahlten Herrschern, die uns sagen, was wir zu tun und zu lassen haben, ist es dann genau umgedreht, ja. Und denn ich habe auch darüber nachgedacht, dass eben es sehr wohl vorstellbar ist, wenn ich mir die Welt vorstelle als Welt der Bonobo-Kommunen, ja, sozusagen, dann sind das ja, ist das ein Netzwerk pazifistischer Kommunen, das potenziell die ganze Erde überspannen könnte. Und dann könnte es auch sein, dass diese Kommunen zueinander sich auch wieder ihre speziellen Produkte schenken, sodass dann doch wieder alle über viele Produkte verfügen können. Wobei ich natürlich meine, dass das ein Hin- und Herschenken sein wird, also so etwas wie bei den Indianern. Die einen schenken, wenn sie mehr Ernte haben, schenken sie den anderen und sobald die anderen etwas mehr Ernte haben, schenken sie das wieder zurück im Prinzip oder den anderen. Ja, und so
gleicht sich das aus, vor allem weil ja auch in den Nachbarkommunen und Gemeinschaften ja viele eng Verwandte sind, wodurch dann sowieso der Egoismus etwas gemäßigt ist und so weiter. Ja, und von daher, ja, würden wir mit der GWO sehr viele ja, Dinge realisieren können, wenn sie uns wirklich gut tun. Ja, und ich habe ja letztens dann gesagt, ja, die Schlüsselfrage ist allerdings, was hat die Marktwirtschaft mit allen unseren Gehirnen gemacht über die Diktatur der Sparten? Man erinnert sich ja daran, ich habe ja diesen runden Kreis, wo die ganzen Sparten aufgelistet sind und wo die Sparten quasi ihre vorteilbringenden Irrtümer aussenden und uns alle manipulieren, Dinge für richtig zu halten, die den Sparten Profite bringen. Ich höre das Piepen, ich mache nur noch rund, die den Sparten Profite bringen, aber uns Menschen Schaden zufügen. Und darüber werde ich nachher weiterhin sprechen müssen, denn unsere Köpfe sind voll mit Lösungsvorstellungen, die mehr Probleme bereiten, als sie lösen, dafür aber jeweils bestimmten Sparten riesige Profite geben. Und ich gebe weiter, vermutlich an Lucky Sekunde. Okay. Kann ich sprechen, Dylan? Ja, immer so nach 2, 3 Sekunden kannst du dann loslegen, denn ich habe dann schon das Mikro aus, weil es sonst technisch vielleicht doch Rückkopplungen gibt. Okay, dann mache ich weiter. Ich freue mich also erstmal, dass du doch die Möglichkeit einer geldlosen globalen Wirtschaftsordnung für möglich hältst. Dennoch wollte ich mal sagen, im Anschluss an unser letztes Gespräch und auch die Gespräche davor, ich habe manchmal den Eindruck, dass du oder auch ihr beide nicht ein Buch kennt, utopiasmachbar.de, und das liest sich wirklich schnell. Ja, Buch lesen ist immer viel, hört sich erstmal so schlimm an. Aber wenn du Google downloadet, Utopia- ist-machbar.de. Da ist, wie gesagt, so mein politisches Gesamtgesellschaftsverständnis drin, was sich eben nicht nur in der Abschaffung des Geldes niederschlägt, sondern, um dich noch zu steigern, Dylan, noch revolutionärer ist in Bezug auf die Politiker und das Parlament und die Regierung. Die ist nämlich in meinem System komplett abgeschafft. Das gibt es gar nicht mehr, Politiker, ja, von wegen bestechen oder dass die sich sozusagen durch Gutes tun. Das ist sicherlich, habe ich ja schon mehrmals gesagt, die gemeinwohlorientierte Wirtschaft, dass die durch dieses Anreizsystem, positive Anreizsystem, das ist sicherlich eine Verbesserung zu heute ist. Das zwar ist ja nach wie vor so. Von daher ist es sicherlich auch in Bezug auf die Politiker, wie du es gesagt hast, aber es ist für mich immer nur der halbe Weg, habe ich auch schon mehrmals gesagt. Und ein Stück weit haben wir noch diese Konkurrenz- und leistungsbedingte Denken und Fühlen, was uns Menschen nach wie vor, finde ich, verkrüppelt und nicht die unsere Möglichkeiten voll ausschöpft durch diese Konkurrenz- und Leistungshierarchie, die wir haben. Und von deswegen sei ich auf halbem Weg stehen geblieben. Und deswegen, wenn du ihr mein Buch liest, wird er feststellen, dass, wie gesagt, mit dem Geld das nur eine Sache ist, sondern eben, dass es auch um die Abschaffung des Leistungskonkurrenz- und Hierarchiesystems geht. Und dazu gehört eben auch die Abschaffung der Regierung, weil heutzutage können wir eben mit dieser totalen Vernetzung und diese Klicken, wie wir das ja auch hier mal machen und so weiter, kannst du eigentlich zu allen gesellschaftlichen Fragen kannst du Stellung zu beziehen. Ja? Und alle, die dich betreffen, alle Sachen kannst du mitentscheiden. Du musst nicht an irgendwelchen sogenannten Politiker oder Regierungen oder Parteien delegieren, wo du alle 4 Jahre mal in Form eines Kreuzchens deine Meinung sagen kannst, wo die sich entweder dran halten oder auch nicht. In der Regel zweiteres. Ja, und deswegen bitte ich euch, also wirklich, das liest ihr vielleicht in einer halben Stunde oder 3, 4 Stunden, habt ihr durchgelesen, das Buch. Das finde ich schon gut, solange wie wir uns jetzt kennen ja und diskutieren, dass ihr eigentlich ein besseres Verständnis von meiner Position habt, die ich versuche zu vertreten und nicht immer schaffe, so in 2, 3 Sätzen halt so darzustellen. So, obwohl es noch nicht gepiept hat, gebe ich aber trotzdem wieder weiter an
Öffi, oder haben wir noch andere Leute hier? Nee, nur wir vier, wa? Also mit Weltrat ist ja keiner, nur wir drei. Dann nehme ich weiter an Öffi. Ja, danke den Vorrednern. Und ja, das sind ja alles spannende Sachen. Also, wir haben alle den Traum von der herrschaftslosen, liebevoll geschwisterlich teilenden Gesellschaft ohne Geld. Aber ich denke halt, bevor wir die Details dann so alle klären, da haben wir ja immer wieder auch unsere unterschiedlichen Akzente. Also, dass ich vor allem sage, wir sollten da die Dimensionen nicht gegeneinander ausspielen, halt weltweit was umzustellen und direkt in unserem Leben auch was umzustellen und uns auf unmittelbare Experimente auch einlassen, wie denn etwas funktionieren kann. Also das gemeinsame Entscheiden ohne Gewaltherrschaft und das Miteinander teilen ohne Tausch und Geld. Ja. Also da sage ich eben, dass das ein sowohl als auch sein könnte. Und ja, aber das müssten wir dann auch alle so machen, statt zu sagen, wir denken an die globale Veränderung und gehen nicht in solche Gemeinschaftsexperimente. Das wäre ja alles nämlich gar nicht so schlimm, wenn es nicht diesen extremen Personalmangel gäbe. Also hier jetzt an so einem Abend wie heute über die Dinge überhaupt nachzudenken und zu sprechen, haben ja die allerwenigsten schon Lust. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese direkten, praktischen eigenen Lebensexperimente auch machen, weil sonst ist da gar keiner oder es stehen Leute so alleine, dass sie zusammenklappen können. Also in Berlin zum Beispiel jetzt die, die überlegen, wie können sie da dieses Widerstandszeltcamp, was die Querdenker da 2020 angefangen haben und was ich dann da übernommen habe, also wie kann das irgendwie minimal am Leben bleiben oder wie können da Leute so einen direkten Unterstützungszusammenhang zumindest bilden? Wir brauchen unmittelbare Netzbildung, Umstellung des eigenen Lebens zum Experimentieren und Netzbildung. Sonst ist das ganz, ganz, ganz dünn und dann ist die Wüste vielleicht zu leer, sodass da kein Leben über die Runden kommen kann. Ja. Und also bevor wir diese Details aber klären, denke ich, sind wir ja hier ganz einig in dem Grundanliegen, dass es überhaupt zum offenen Kommunizieren und zur freien Argumentekultur kommen müsste. Weshalb wir ja seit Wochen sozusagen, also falls das irgendein Zuschauer jetzt noch nicht weiß, so einen Leitfaden hier haben, dass wir überlegen wollen, wie können wir es schaffen, dass nicht immer nur diese korrupt vorgefilterten Lösungskonferenzen oder halt das World Economic Forum stattfinden, sondern wie können wir es erreichen, dass das sich mal öffnet, also diese Bühne, auf der wir suchen, dass sich das öffnet in fairer Weise für alle Lösungsvorschläge, also ein New World Economic Forum oder eine Zukunftskonferenz. Und ich denke auch, wir können alle unsere Einzelheiten, Einzelfragen ein Stück weit dahinter zurückstellen, weil wenn wir das schaffen, dass es diese freie Argumentekultur und diese gesellschaftliche Bühne gibt, also als Mini-Ansatz ist da ja eben schon unser freie-argumente-kultur.de Forum, aber das muss natürlich eine ganz andere Dimension annehmen. Und wenn wir das aber schaffen, dann müssen wir uns ja keine Sorgen machen. Dann werden auch bei den einzelnen Fragen, also geht es ohne Regierung oder geht es nicht und wie geht es ohne Regierung, geht es ohne Geld oder nicht und wie, da werden wir auf der Basis der freien Argumentekultur dann super zu Ergebnissen kommen können. Also jedenfalls zu einem besseren Fortschritt, als er sonst möglich wäre. Okay, deshalb also von mir, lasst uns nicht zu sehr uns an den Einzelfragen dann verbeißen, geht es oder geht es nicht, sondern lasst uns gucken, wie diese, ja, da höre ich das Piepen schön, lasst uns gucken, lasst uns schauen, wie wir diesen Rahmen der freien Argumentekultur oder dieser ganz offenen Zukunftskonferenz, wie wir den weiterentwickeln können. Und in der nächsten Runde erzähle ich dann mal wieder eben, wie mein Stand ist, also was mache ich konkret da und wie kann ich da auch einladen zum Mitmachen. Ich gebe an den Dillen. Sekunde.
Ah, ihr hört mich noch. Mein Mikro war aus Versehen noch an, scheint aber nicht größer geschadet zu haben. Ich habe übrigens den Ton dadurch verbessert, dass ich die Live-Fernsehaufnahme weggeschaltet habe. Die läuft zwar noch, aber ich sehe sie nicht mehr. Brauche ich auch ja nicht, denn die nimmt ganz viel Daten weg, offensichtlich. Und jetzt kann ich das wieder groß machen. Oder ich gehe einfach wieder hier hin. Ja. Genau, dann habe ich wieder was von Bildchen von mir. Ja, also dann lege ich mal los. Ja, also ihr habt es ja mitgekriegt, die letzte Woche und so weiter ist mir jedenfalls nochmal leider sehr deprimierend und ernüchternd so bewusst geworden, dass wir wahrscheinlich gegen das kapitalistische System eventuell nie eine Chance hatten, weil die Marktwirtschaft eine so riesige Diktatur der Sparten ist, dass also auch die Parteien eigentlich nur deswegen gewählt werden, weil sie vorteilbringende Irrtümer einzelner Sparten wiederholen und die Leute so froh sind, wie ihre vertrauten Irrtümer, vorteilbringenden Irrtümer, mit denen sie gehirngewaschen sind, wiederzuhören, sodass die Parteien vielleicht auch gar keine Chance haben, jemals ein realistisches Konzept vorzustellen den Wählern, solange die Wähler in den Köpfen voll sind von den vorteilbringenden Irrtümern, werden die jede Partei abstrafen, die nicht ihre geliebten vorteilbringenden Irrtümer irgendwelcher Sparten der Gesellschaft wiederholt. Ja, ich könnte mir also auch vorstellen, dass die Grünen einfach Angst davor hätten, ihre Wähler zu verlieren, wenn sie sich kritisch stellen würden zu den vorteilbringenden Irrtümern, die zum Beispiel die Sozialsparten in die Partei der Grünen eingebracht haben und die quasi dazu führen, dass es immer mehr Arbeitslose, Obdachlose und Sozialfälle und so weiter gibt. Aber diese Ideen halten ja die Wählerinnen für die Wahrheit und für gut. Und besonders die Wähler, die direkt selber den Sozialsparten angehören, die halten das, die kämpfen ja mit aller Vehemenz dafür, dass keinerlei Argumente gegen diese vorteilbringenden Irrtümer überhaupt ins Feld geführt werden dürfen, ja? Und von daher ist also sozusagen der Gedanke so, dass ich nur sagen kann, falls wir doch vielleicht eine hypothetische oder illusorische Chance gegen den Kapitalismus sehen, dann empfehle ich eben diese Zwischenstufe, denn mir ist es schwer vorstellbar, das, wo ich ja hin will, nämlich dass die Erde überzogen ist mit Kommunen und Gemeinschaften, so ähnlich wie wenn Bonobo-Gemeinschaften pazifistisch die Erde überziehen würden. Nur, ich kann mir nicht vorstellen, wie wir von jetzt dorthin kommen, ohne Zwischenstufen, also ohne ein schrittweises, langsam rückwärts uns wieder am Münchhausenschen Schopf rausziehen aus dem Kapitalismus. Zum Beispiel auch, weil wir ja die Wehrfähigkeit beibehalten müssen, solange eben solche Dinge wie Ukraine, Irak und Indianer und Indios und so weiter, all diese Völkermorde und Abschlachtungen zur Regel gehören noch. Ja, also ich kann mir im Moment schlecht vorstellen, wie wir einen Hightech-Raketenabwehrriegel für unsere Kommunen und Gemeinschaften haben, wenn wir sofort auf einem Schritt raus aus allem gehen. Ne? Das fällt mir halt einfach schwer, das mir vorzustellen. Vor allem auch die Leute, für die Leute, den anderen Menschen wird es so ähnlich gehen. Für die ist es auch schon wahrscheinlich gar nicht vorstellbar zu sagen, wir gehen einfach alle zum Beispiel wieder in ein geldloses, finanzloses, wettbewerbsloses, konkurrenzfreies Kommunenleben zurück und das von jetzt auf gleich, ohne Übergangsstufen, ohne Zwischenschritte, ohne alles. Ja? Ich vermute, dass die Wähler sich das auch nicht vorstellen können, die Menschen sich das auch nicht vorstellen können. Ja, ich höre das Piepsen, ich mache nur noch rund. Das heißt also, ich fürchte,
dass eine Zwischenstufe, wo endlich wenigstens mal Profite auf Kosten der Menschen nicht mehr möglich sind, sondern jeder, der arbeitet, mein Diener werden muss und entweder mein Leben besser macht oder pleite geht. Das ist eine Zwischenstufe, mit der können viele Leute leben. In diesen Testwahlen waren das ja 56%. So, ich gebe weiter. Nach ein paar Sekunden kann der Lucky dann gleich loslegen. Ja, ich weiß nicht, was der größere Schritt ist, wenn wir von diesem Globalen ausgehen, zu sagen, alle Leute sollen jetzt hier bodo-bodo-mäßig leben in Kommunen, auf dem Land und in Großgemeinschaften. Ob das nicht ein größerer Schritt ist für die Menschen, als zu sagen, du kannst dir die Zeit, den Ort, wo du wohnst, wo du lebst, und vor allen Dingen, wo du arbeitest. Du musst noch für die Gesellschaft arbeiten, das bleibt dabei, aber dafür kannst du alles umsonst nehmen, was du an an Grundbedürfnissen halt brauchst, also Dach über dem Kopf, medizinische Versorgung, Mobilität, Kommunikation und so weiter. Da kannst du das alles nehmen, musst aber auch deinen Teil für die Gesellschaft machen. Das wird immer ausgerechnet per Computer, wie viel das möglich ist. Nötig ist, nicht möglich, sondern nötig ist, damit es für alle gewährleistet ist. Also ob das nicht einfacher für die ist, weil es ein kleinerer Sprung ist. Ein kleinerer Sprung für den Großteil der Menschheit, als plötzlich, warte, ich soll jetzt auf eine Landkommune gehen und da Mohrrüben oder sonst was züchten oder ernten und in einer Großgemeinschaft leben, obwohl ich da eigentlich hier in meiner Einzimmerwohnung oder Zweizimmerwohnung mit einer Frau und zufrieden bin. Ich will halt nur nicht die Existenzängste haben wie weiter und ich will eigentlich auch mehr einen Job machen, der mir Spaß macht und mir mehr die Zeit arbeiten und nicht immer nur Schicht oder nur nachts arbeiten oder sonst wie. Ich glaube, das ist für Zweitritt der Sprung, glaube ich, kleiner als, wie gesagt, das erste. Das kriege ich auch so mit. Hier in Berlin lebe ich in einer Großstadt schon seit über, was heißt meine, 68 Jahre lebe ich hier. Man kriegt ganz viel mit, dass so auf Land gehen und so weiter für viele auch Angst besetzt ist. Oder in WG zu wohnen, Wohngemeinschaften, gerade hier in Berlin wird der ziemlich viel praktiziert und die kennen einen Großteil der Menschen, die das halt nicht wollen. Dann zu den Parteien sehe ich ein bisschen anders. Ich denke, die Situation, dass die Parteien und den Politikern getraut wird oder vertraut wird, die war in der Hinsicht auf dem Change, auf dem System-Change, wir haben nie so günstig wie jetzt, weil die Zufriedenheit. Du merkst ja nicht nur an der Wahlbeteiligung, sondern auch so, dass immer mehr die Leute mit dem Kopf schütteln, weil sie denken, das geht hier nur um Geld. Ja, haben sie ja mit Recht auch bei Corona aber jetzt mitgekriegt, dass es oft nur geht, um Gelder abzufassen und von, dass die Regierenden sozusagen unsere Bedürfnisse vertreten und unsere Wünsche, wird ja immer mehr gemerkt, dass davon keine Rede sein kann. Und deswegen finde ich, ist es nach wie vor eine Möglichkeit oder war diese Möglichkeit, dass eigentlich eine größere Unzufriedenheit eigentlich global fast überall herrscht, die war eigentlich nie so günstig wie jetzt, wenn wir eben die Leute erreichen könnten. Und das ist nach meiner Ansicht, weil hatten wir heute nicht ein spezielles Thema. Wie können wir die Leute erreichen? War halt nicht so weit? Oder wie entsteht Vertrauen? Und irgendwie hatten wir so ein Thema für heute. Und da würde ich ganz gerne, dass wir dann da weitermachen. Nach meiner Meinung erwartet, wie können wir die Leute erreichen, und wie können wir sozusagen mit Ideen bei denen da ankommen. Aber da könnt ihr mich gerne korrigieren, aber ich weiß nur, dass wir so ein Thema vorher noch hatten für heute. Und damit gebe ich weiter an Öffi. Ja, danke schön den Vorrednern. Ich bin gleichzeitig nebenher, bin ich dabei, in die Wandelgespräche, große Telegram-Gruppe, reinzuschreiben, dass wir gerade talken. Und da schreibe ich jetzt eben was hin, was für mich sich auch so ein bisschen rauskristallisiert aus dem, was wir bisher so durchsprechen. Also ich glaube, dass das größte Problem kaum so die verschiedenen Ansätze sind, also jetzt der Zwischenschritt der GWU oder die Kommunen oder auch die internationale Internetvernetzungsarbeit, wie Luki sie da sich vorstellt, damit dann alle gemeinsam eine Umstellung machen können. Also ich glaube, dass wir viel mehr
das große Problem haben, dass die Leute überhaupt die Alternativschiene, die sie sich vorstellen. Ich meine, klar, wenn jetzt natürlich jemand sagt, ich sitze nur am Computer und ansonsten lebe ich alles normal bürgerlich weiter, ist natürlich ein bisschen wenig dann, aber ansonsten ist das große Problem aus meiner Sicht, dass sie es einfach machen würden. Ich bin nämlich fest davon überzeugt, dass das Hinderlichste, was wir haben, die fehlende vorgelebte Probierlandschaft ist. Dass die Leute nicht irgendwo hinkommen und können und es sich anschauen können. Oder schauen, wie fühlt es sich auch an, wenn sie in so Modellexperimenten mitmachen. Und da weichen ja eben alle Leute, die sich da mit beschäftigen, meist aus. Wir hatten auch in einem unserer Talks ja schon, dass da Leute von der Basis, von der Gemeinwohllobby, verfassunggebenden Versammlung und so alle gesagt haben, ja, es wäre ja ganz toll für so ein super Konzept wie Wohlfühlstimme, dann mal wenigstens ein kleines Modellexperiment irgendwie zu machen, sodass das greifbar wird. Ja, und beim nächsten Gespräch waren sie alle nicht mehr da. Also da sehe ich das große Problem drin, dass wir die Alternativvorstellungen, die wir haben, also sofern da überhaupt etwas mit bei ist, was auch gelebt werden könnte, also eine Veränderung, die tatsächlich auch durchgeführt werden könnte, dass wir das nicht machen und da keine solchen Praktikums- oder von mir aus erstmal auch Urlaubsmöglichkeiten schaffen, wo die Leute das ausprobieren können, wo sie was erleben können, wie der Unterschied auch ist. Und ich glaube dann, dass viele Probleme sich als gar nicht so gegeben erweisen werden. Ich greife mal was von dem, was Dylan gesagt hat, das Sicherheitsproblem heraus. Wenn es so wäre, dass jetzt Leute hingehen und sagen, wir schalten voll um auf ohne Geld. Real wird doch die Entwicklung ganz anders aussehen, sondern real wird es so aussehen, dass Leute sich jetzt schon entscheiden können, das lebe ich vor, dass sie sagen, ich lebe ohne Staat und Geld, ich tausche mit anderen nur noch Geschenke aus, ne? Also nur noch menschengeschwisterliches gemeinsames Planen fürs Wohl aller und miteinander teilen und schenken. Das kann man machen. Und es gibt auch diese, wenn auch noch so kleinen Projektmöglichkeiten, wo man so jetzt schon anders leben könnte, auch in einem Gemeinschaftsprojekt oder beabsichtigten Gemeinschaftsprojekt. Das ist direkt möglich. Und ich glaube, es würde kein Problem erzeugen. Im Gegenteil, man könnte es so gestalten, dass es auch für die Sicherheitspolitik super vereinbar sein kann mit der gesellschaftlichen Entwicklung, die dann vielleicht hoffentlich zustande kommt. Denn dann werden am Anfang Leute da sein, die wirklich so jetzt anders so in der Schenkkommune leben. Drumrum sind noch die, die es nicht machen. Ja, danke fürs Piepen. Drumrum leben noch die, die es nicht machen und das alte System. Die werden ja weiter miteinander kommunizieren können und die werden sich miteinander austauschen können. Also es wäre ungefähr so, wie wenn ihr jetzt zu mir, der ich sage, ich habe meinen Ausweis abgegeben, ich lebe ohne Staat, wenn jetzt, sagen wir mal, der Herr Steinmeier als Staatsvertreter kommen würde und würde sagen, ja, aber guck mal, wie sieht denn das aus hier? Ne? Wir müssen doch eine Sicherheitsstruktur aufrechterhalten. Wie stehst du dazu? Bist du da einfach völlig aus dem Spiel raus? Oder wie stellst du dir denn vor, dass das so einen Übergang auch ergeben könnte? Dann würde ich sagen, wir können ein kombiniertes Sicherheitskonzept entwickeln, etwas, was noch nie so da war. Und das kann so aussehen, dass Radikalo-Pazifisten, wenn jetzt zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland mit Russland oder wem auch immer einen kriegerischen Konflikt bekommen könnte, dann schicken wir die Radikalpazifisten erstmal völlig ohne Waffen und so vorweg. Die gehen mit ausgebreiteten Armen vielleicht auch auf die heranrückenden Feinde zu. Und es wird alles ausgeschöpft erstmal an gewaltfreien Möglichkeiten. Die sind auch bereit, ihr Leben dabei zu lassen, ne, wenn sie ohne Waffen auf die anderen zugehen und so weiter. Und dadurch, dass sie das machen, in Abstimmung mit der übrigen Gesellschaft drumherum, die nicht so pazifistisch ist, ergeben sich gegenseitige Verstärkereffekte. Denn die, die jetzt noch dann das Militär im Moment haben, könnten sagen, okay, wir haben da so eine Pufferzone oder einen ersten Versuch, der vielleicht schon Dampf rausnehmen kann mit den Pazifisten, die da gewaltfrei den anderen entgegengehen. Und wenn die eben abgeschlachtet werden, dann haben wir einen ganz anderen Gerechtigkeitsanspruch auch dafür, dass wir uns mit Gewalt zu verteidigen bereit sind.
Das heißt, es kann einen Verstärkereffekt haben für die im Moment dann ja noch gegebenen, auch militärischen Grundlagen. Und man könnte auch gemeinsam miteinander planen. Das heißt, wenn der Herr Steinmeier zu mir kommen würde, würde ich sagen, alle, die jetzt in der jetzigen Gesellschaft schon voll aussteigen wollen, können ja mit in die Kommunen von mir kommen. Die anderen, denen, die müssen ja, werden sie auch nicht machen, aber wenn sie mal einen Tipp haben wollen, also jetzt im Sinne von Beratungshilfe der Aussteiger für die noch Systemlinge, dann würde ich sagen, der erste Schritt wäre nicht unbedingt die Gewalt völlig aufzugeben, aber der erste Schritt wäre, sie völlig rechtsstaatlich zu sichern, also Menschenrechts- und rechtsstaatlich zu sichern, dass sie kein Werkzeug für Korruption mehr sein kann. Und dann käme von den Aussteigern ein Impuls ins System, was nicht gleich bedeutet, sie lassen alles fallen, aber was eine Entwicklungsrichtung da reinbringen kann, die diese gesellschaftlichen Kräfte sogar noch stärken kann. Denn solange es so ist, dass wir davon ausgehen müssen, da wird vielleicht auch das Militär für völlig falsche, menschenverachtende Zwecke eventuell eingesetzt, illegale Eroberungskriege oder so, was ja alles geschehen ist in den letzten Jahren, solange ist es ja so, dass das ein richtiger toller Fortschritt für alle wäre, wenn in dem gemeinsamen Austausch und der Abstimmung aufeinander zwischen den Aussteigern und den Systemlingen die Richtung verstärkt würde, dass jegliche Gewalt nur noch für Rechtsstaat und Menschenrechte verwendet werden darf und dass man dafür Prüfmechanismen und Sicherungsmechanismen entwickelt, sodass das nicht mehr in Korruptionsschienen gehen kann. Insofern glaube ich, dass der Übergang gut und ohne Probleme laufen könnte, wenn es überhaupt so gemacht wird. Also wenn die, die sagen, sie wollen ohne Geld leben, wenn die in die Kommunen gehen und da ohne Geld leben. Und wenn sie von da aus kooperieren und wenn auch die Staatsvertreter oder Systemlinge bereit sind zu kooperieren und zu sagen, gut, lasst uns doch mal überlegen, wie könnte es eine harmonische Entwicklung sein in gemeinsamer Richtung zwischen Aussteigern und Systemlingen. Okay, das mal als Beispiel. Ich gebe weiter an den Bild. Ja, und ich schaue noch gerade Bild dazu. Ja, ich fürchte, das Ganze unterschätzt die knallharte Brutalität der Diktatur der Spaten, die die Marktwirtschaft bzw. der Kapitalismus darstellt. Denn das ist eine ganz andere Liga. Denn ich mache mal das Beispiel. Ich glaube, es sollte jetzt eigentlich jedem mittlerweile sonnenklar geworden sein, dass sich eine Maschine, wo die weltweite Pharma- und Impfindustrie Milliardenprofite erzielt dadurch, dass sie vorteilbringende Irrtümer im Kopf hat, die ungefähr so lauten, die Menschheit kann nicht überleben, wenn sie nicht alle Vierteljahre, alle 8 Milliarden Menschen unsere Impfungen kaufen. Und durch nichts lässt sie sich davon abhalten, lässt sich noch nicht mal in Gespräche über Reservate, über Kommunen, in denen die Ungeimpften zum Beispiel zusammenleben könnten, ohne die anderen zu gefährden und all diese Dinge, lässt sich noch nicht mal drauf ein, weil eben immer diese vorteilbringenden Irrtümer, immer wer irgendwelche Begründung, scheinrationalen Begründung, deswegen heißt es ja auch vorteilbringende Irrtümer, aufweisen, aufgrund derer sie sozusagen einfach weiterhin wie eine Dampfwalze alles plattwalzen. Und genauso wird die Gehirnwäsche der russischen Soldaten im Moment von ihren eigenen Waffenkonzernen und von Putin und so weiter dazu führen. Und genau das ist ja im Ukraine-Konflikt auch geschehen, dass die Waffenlosen, sie, die sich den Panzern entgegengestellt haben, letztendlich platt gemacht wurden und einfach umgebracht wurden und so weiter. Weil nämlich in den Köpfen der russischen Soldaten sich die vorteilbringenden Irrtümer befinden, die auch aus diesen friedlichen, pazifistischen Ukrainern wieder Teufel gemacht haben in der Vorstellung. Sozusagen, die tun ja so friedlich, aber eigentlich sind es ja ganz schlimme Nazis und die, gegen die müssen wir kämpfen mit derselben Vehemenz wie damals 1943, 44, 45, ne? Und so findet also die vorteilbringenden Irrtümer finden immer einen Weg. Und es fällt mir auch schwer, das zusammenzukriegen. Die Welt des Nahen, wo ich sagen würde, wir müssten hingehen und müssten es schaffen, zum Beispiel die vorteilbringenden Irrtümer anzugreifen, die da lauten,
Zum Beispiel, Mindestlohn ist gut für die Menschen. In Wahrheit erzeugt Mindestlohn Massen von Arbeitslosen. Enteignung und Mieteldeckel sind gut für uns Menschen. In Wahrheit führt das zu einem Verfall der Wohnsubstanz und der Bausubstanz, weil niemand mehr, der sich auskennt, auch nur einen Finger krumm macht im Wohnbereich, wenn da sozusagen jede Verdienstmöglichkeit entzogen wird. Ja? Oder dann der vorteilbringende Irrtum der Sozialspartler. Alle Kinder sind Genies, es gibt gar keine Unterschiede zwischen Lebewesen, sozusagen, die gehen ja sogar so weit, die Sozialspartler, dass man sich fragt, wieso eigentlich einer mit 2,35 Meter überhaupt einen Unterschied darstellt zu einem mit 1,30 Meter Körpergröße, da es ja doch gar keine Unterschiede gibt und alle gleich sind. Und genauso die Behauptung der Sozialspartler ist, alle, auch die 1-Liter-Gehirne seien genauso leistungsfähig wie die 2-Liter-Gehirne, dass diese vorteilbringenden Irrtümer einerseits anzugreifen und zu diskutieren, wäre eine Ebene, so eine, es piepst, ich mache nur noch kurz rund, das wäre eine Ebene, wo ich im Nahbereich angreifen könnte. Aber wenn ich gleich auf die Vorstellung gehe, dass wir uns sozusagen, ja, also letztendlich ohne Waffen den Panzern gegenüberstellen und im Zweifelsfall wegen der vorteilbringenden Irrtümer in den Köpfen der Soldaten einfach niedergemäht werden mit einer Maschinengewehrsalve, ja, ich kriege das nicht zusammen, diese unterschiedlichen Welten. Aber ich gebe erst einmal weiter. Vielleicht kann mir das ja der Luki erklären, wie diese Welten zusammenpassen könnten. Ein paar Sekunden, Luki, dann kannst du loslegen, gell? Na, für mich passen die zusammen. Wenn du fragst, was ist denn der Antrieb von den vorteilbringenden Irrtümern? Also, warum sind denn die Impfungen für uns so gut? Und da denken wir das alles und fahren richtig drauf ab, impfen, impfen, impfen. Weil gemacht werden die doch von den Leuten, die reale Vorteile haben, nämlich den Profit. Die wollen natürlich, das ist natürlich eine Katastrophe für die Pharmaindustrie, wenn die plötzlich jetzt sich rausstellen würde und bekannt wird, das hilft ja gar nicht. Oder das kann so ja auch Impfnebenwirkungen geben. Wenn das natürlich richtig bekannt wird, da haben die ja kein Interesse. Und deswegen wird natürlich diese vorteilbringenden Irrtümer, nämlich Impfen ist für uns alle gut, wird in die Welt gesetzt. Und die Soldaten als Beispiel, ist ja auch oft so, hatte ich aber doch beim letzten Mal auch schon gesagt, dass die natürliche denken müssen, weil sie ja auch unter Druck stehen. Die stehen unter Druck. Ja, wie kriegen die einen guten Job? Gerade in vielen Ländern ist ja, wenn du, ist ja Soldat eine richtige Laufbahn, wo du deine Familie mit ernähren kannst, wo du einen krisensicheren Job hast. Also solange wie dir dann nicht der Kopf im wahrsten Sinne des Wortes weggeschossen wird vom Feind, hast du ja in der Regel als Soldat ein hohes Ansehen und ein hohes Einkommen. Und dann ist natürlich, dass du offen bist für sowas. Offen bist natürlich für den, ja, das, was du mal sagst, die vorteilbringenden Irrtümer. Das ist natürlich jetzt ein Vorteil für mich ist, wenn ich da in die Ukraine fahre, wenn ich das überhaupt weiß, wo ich hinfahre. Oft läuft das ja beim Militär auch nur mit Befehl und Gehorsam. Ist ja auch das Einfachste, da kann ich ja auch mit 1 Kilo Gehirn, kann ich ja dann auch das leichter folgen und brauche mir weniger Fragen stellen. Und deswegen falle ich natürlich auf sowas rein. Aber was ist denn, wie gesagt, immer der Hintergrund davon? Vorteilbringende Irrtümer ist nach meiner Ansicht nach immer das Geld. Das Geld oder den Profit, den einen hier machen damit. Den einen hier machen damit. Und du hast ja auch gerade auch wieder gesagt, Leistung. Ihr hört zwar Kapitalismus, Leistung natürlich dazu, Stärke. Und deswegen ist der 2,35 Meter Mensch, der bringt natürlich vermutlich in vielen Sachen mehr Leistung und ist deswegen mehr wert. Und deswegen wird das also auch gehypt. Das ist also Grund, weil der eben halt 100 Kilo schleppen kann in einer Stunde auf den LKW oder sonst was mit Zementsäcke. Und der mit 1,35 oder die Frauen erst recht, ja, die schaffen das nicht und schaffen dann nur 10 Säcke. Und deswegen ist nach meiner Ansicht nach, das, was du immer mit sagst, mit vorteilbringenden Irrtümer, wenn du genauer hinterguckst, ist meine These, können wir öfter noch diskutieren und nachgucken, ob die stimmt, die These. Aber es ist meine These, dass das sozusagen der Grund dahinter für die vorteilbringenden Irrtümer
ist immer von einigen oder von den Herrschenden die Vorteile, die sie damit haben, weil es nämlich um den Profit geht. Entweder direkt um den Geld und Profit oder um an der Macht zu bleiben, was ja oft identisch ist. An der Macht bleiben und Einfluss nicht verlieren. Das ist nach meiner Meinung nach immer der Hintergrund von den vorteilbringenden Irrtümern, wo wir eben halt wirklich in die, ja, in die Irre, wie der, ja, Irrtum in die Irre geschickt werden oder ins, Anführungsstrichen, ins Nirvana, also ins Nirgendwo, wo für uns eigentlich nicht bringt, aber wir fallen drauf rein. Meine, so verstehe ich eben die vorteilbringenden Irrtümer, dass wir denken, das ist ein Vorteil, aber letztendlich fallen wir drauf rein und ist entgegen unserer der wirklichen Bedürfnisse oder viele sagen auch entgegen der menschlichen Natur, ja, die eigentlich auf Kooperation und Teilen ist und Brüderlich-Schwesterlichkeit, wie Öffi immer sagt, dass das eigentlich unsere Natur ist und nicht haben, haben, haben und Macht oder andere über sich haben und nach unten treten und nach oben bucken. So, hat noch nicht gepiept, wa? No, gebe ich wieder weiter an Öffi. Kannst du wieder überziehen. Öffi, bis dran. Na danke, da bin ich ja glücklich. Kriege ich noch Zeit zu überziehen. Danke an die Vorredner. Ja, Dylan, also ich stimme dir ja zu, dass das ganz schwierig ist, da überhaupt irgendwas in die Gänge zu kriegen und dass es überhaupt möglich wäre, miteinander zu reden. Also die Kommunikationswüste ist das Riesenproblem. Das meinte ich ja auch, wenn ich gesagt habe, dass es, wenn man einfach miteinander schauen würde, wie das alles gehen kann, dann wären da gar keine Probleme. Dann könnten die voll aussteigen von einem Moment zum anderen und die noch im System bleiben und die da auch ein militärisches Sicherheitssystem sich denken, könnten sich gegenseitig so toll befruchten und könnten da eine gemeinsame Richtung finden, wenn sie drüber reden wollten. Ne? Aber ich meine, du hast ja auch völlig recht mit deiner Einschätzung. Es wird nicht offen geredet, weil der, der korrupt ist, der wird nicht die offene Argumentation oder gar was bei der offenen Argumentation rauskommen würde, eine Gesellschaftsentwicklung in Richtung weg von der Korruption wollen. Es ist ja wie 2 und 2 ist 4, dass man sagt, also wenn sich Aussteiger und Systemlinge dann zusammensetzen, okay, auch wenn wir nicht das Militär gleich völlig abschaffen, dann können wir das doch aber auf jeden Fall schon mal nur noch für Rechtsstaat und Menschenrechte einsetzen und den ganzen Missbrauch abstellen. Geredet wird dann nur nicht darüber, wenn der Missbrauch gewollt ist. Die vorteilbringenden Irrtümer oder die bösen Absichten, die Korruptionsabsichten. Und das ist das Riesenproblem. Ja, und ich wollte ja eh jetzt auch mal darstellen, wo ist meine aktuelle Situation? Also ich finde es schon mal ganz toll, dass wir uns hier haben und über alles reden können, dass uns das scheinbar interessiert. Und ja auch, was ich vorher gesagt habe, ne? Aus dem eigenen Leben was machen, die eigene Bude aufmachen, zumindest für Gesinnungsgenossen oder Kommuneinteressierte. So wie der Dillen da in Köln gesagt hat, dann ist seine Wohnung eben ein Kommunekeimling für Leute, die so liebevoll miteinander planen, teilen und schenken wollen, ohne Geld und Gewalt und Herrschaft und so weiter. Macht eure Buden auf und eure Arme und dass wenigstens da an den kleinen Stellen wir eben das leben, was wir als schöne andere Welt uns vorstellen. Wenn der Lucky das in Berlin macht, ist das eine tolle Verstärkung auch für die paar Orga-Leute, die wir da haben, die eben da auch das Widerstandszeltcamp, also auch die vorgelebte Modellalternative hochhalten wollen oder sich auch über Wasser halten wollen mit dieser Absicht. Ne? Also da können wir, ohne dass wir Millionäre sind, durch die ganz einfachen Möglichkeiten, die wir haben, bahnbrechend vorwärts kommen. Ja, und ihr wisst, ich bin ja so, ich lebe eben nirgendwo, wo nicht Kommune ist. Und ich gehe hin und ich sage, ich muss mein, ja, ganz gezielt mich dafür einsetzen, dass diese entscheidende Schwelle, die Kommunikationsschwelle, irgendwie überschritten werden kann. Da finde ich das schon super genial. Also auch die Kooperation mit dem Dillen, mit den Talks, mit dem Forum und auch, dass der Dillen dann schon mit mir gemeinsam da jetzt dieses New World Economic Forum oder Zukunftskonferenz als Idee so entworfen hat. Das ist schon alles genial. Und das andere ist, dass ich auch sage, ich will diese Modellkommunen, diese Reservate so vorleben, dass ich das zur Not auch mit gewaltfreien Aktionen, die mich vor Gericht bringen können, auf die Bühne bringen will. Ich will die Kommunikationsschwelle überschreiten.
Und dafür bin ich bereit, Gesetze zu übertreten. Und also wenn man schon nicht einfach demokratisch argumentativ mit den Politikern darüber reden kann, dass man dann eben, indem man Gesetze übertritt und vor Gericht gestellt wird, gucken kann, dass da dann ein Austausch drüber beginnen kann, in irgendeiner Form. Und ich hatte ja, nachdem ich in Berlin schon illegal gezeltet habe und hatte eine Strafanzeige und die Staatsanwaltschaft hat sich geweigert, einen Prozess draus zu machen, dann habe ich ja hier jetzt meine Strafanzeige gehabt, wegen Abstandsmissachtung bei meiner Montagsmahnwache. Und da hätte doch tatsächlich letzte Woche am Donnerstag, am 31. der Prozess sein sollen. Und 2 Tage vorher kriege ich die Mitteilung vom Gericht, dass sie das auf den 21. Juli verschoben haben. Also mal eben so 4 Monate hinausgeschoben haben. In meinen Augen glatte Argumentationsverschleppung und Verweigerung. Aber das sind die Dinge. Ne? Da steht man dann in der Herausforderung, dass man guckt, da höre ich es piepen, dass man guckt, was können wir machen, wie kann ich da hingehen und powern nach vorne und die anderen auch einladen oder herausfordern. Und in einem Forumsthema, wo ich das jetzt beschrieben habe dann auch, also wie das war mit dieser Prozessverschiebung und so, da habe ich ja ein Newsletter geschickt, also eben gerade auch ungefähr 2 Tage vorher, habe ich den Newsletter verschickt. Meine Frau und ich, wir haben am Wochenende jetzt ein tolles Video gemacht. Findet man alles im Freie Argumente Forum. Und ich würde gerne jetzt dann eben mit anderen Leuten, die auch sagen, wir müssen da vorwärts powern, um die Kommunikationsschwellen zu überwinden, überwindbar zu machen. Da möchte ich im Forum jetzt weiter strategisch überlegen, wie geht man am sinnvollsten vor. Also es ist ja schon ein Pluspunkt, dass man sagen kann, der Staat verschleppt oder verweigert hier die gerichtliche Auseinandersetzung oder Argumente-Vergleich. Und da muss man irgendwie jetzt weitermachen und sich überlegen, wie kann man das durchführen. Ob man gleich nach Berlin geht, wie ich es ja als eine Idee habe, und das Kanzleramt oder Bundestag stürmt, rein pazifistisch, um da ein erstes korruptionsbefreites Büro zu machen, eine Nachhaltigkeits- oder Friedensagentur. Oder ob man es auch niedrigerschwellig schon hinkriegt, also indem man jetzt genau guckt, wie kann man da Politiker erreichen, also was wir ja versuchen, auch jetzt mit dem New World Economic Forum, aber vielleicht auch anders noch an Leute rankommen kann, dass man auch ohne solche, ich sage jetzt mal Eskalation, pazifistische Eskalation, irgendwie den Anfang in einen substanziellen Argumenteaustausch finden kann. Okay, Jungs und Mädels, ich gebe weiter an den Willen. Ja, dann müsste man mich ja jetzt gut hören. Noch ein Bildchen reintun. So. Ja, also die Sache ist ja so, dass ich im Moment einfach, vielleicht bin ich mit Blindheit geschlagen, aber ich sehe die Lücke nicht. Ja? Ich bin der Meinung, dass die Richter regelrecht bedroht werden vom Mainstream. Wenn ich mich mit Öffi aufs Argumentieren in einem Prozess einlasse, dann droht mir Karriereabbruch. Ja, wir haben ja schon deutlich signalisiert, ist ja worden, wenn ein Richter dem Mainstream nicht passt, dann ist seine Karriere beendet. Ne, das wurde ja schon vor kurzem deutlich gesagt. Und dass damals der Prozess eingestellt wurde, das Verfahren eingestellt wurde und jetzt wieder um 4 Monate verschoben wurde, das heißt für mich ganz deutlich, Die Richter haben Angst davor, sich auf die Argumentierensebene einzulassen, denn dann müssten sie ja uns teilweise Recht geben und das würde ihren Karriereabbruch bedeuten, nämlich weil der Rest des Mainstreams, der ja so voll ist von den vorteilbringenden Irrtümern, dass er ja gar nichts wissen will. Man will ja gar nicht mit Andersdenkenden mehr sprechen, weil das einen irritieren könnte und das hat seine Herkunft, weil nämlich gerade die Sparten Vertreter, die Spartenmitglieder natürlich noch dieses Wollen dabei haben, nämlich so ein unterschwelliges Interesse haben daran, dass die Irrtümer durch nichts angegriffen und durch nichts argumentativ hinterfragt werden dürfen. Also ich bin mit Blindheit geschlagen, aber ich sehe im Moment keine Lücke zum Durchkommen. Als Beispiel nochmal die GWÖ, die Gemeinwohlökonomie, unsere jüngere Schwester. Wenn man da mal ganz nüchtern überlegt, warum sie so beliebt ist und warum sie eine gewisse kleine Bekanntheit bis hin zur Regierung bekommen hat,
weil sie ein Geschäftsmodell für Unternehmensberater ist. Wir helfen euch bei dieser unendlich schwierigen Gemeinwohlbilanz und wir kriegen Geld von euch dafür. Dadurch haben natürlich alle diese Unternehmensberater die Trommel gerührt für die GWÖ, ne? Also, und das ist ja kein Gütesiegel, sondern eher ein Manko, ne? Und der andere Punkt ist, die GWÖ ist auch deswegen so beliebt, weil sie eben alle diese verschiedenen vorteilbringenden Irrtümer sozusagen mitschleppt. Die GWÖ, ich habe manchmal früher gesagt, die GWÖ ist wie so mit dem Feudel, wischt man einfach all die vorteilbringenden Irrtümer, die die verschiedenen Sparten, besonders die Sozialsparten, die Weltsozialsparten, die NGOs, die Sparten innere Sicherheit, die von mehr Kriminalität leben, und die Gesundheitssparten, die von immer mehr Krankheiten und genetischen Defekten leben und so weiter. All diese Profiteure scheiternden Lebens im Kapitalismus. All diese greift mehr oder weniger deutlich die GWÖ auf und kriegt deswegen hasserfüllte Artikel in Focus Online, Focus Online, sozusagen so nach dem Motto, ja, die würden ja unser ganzes Land kaputt machen, die GWÖ, und die österreichische Wirtschaftskammer hat ganz klar gesagt, das würde die volksösterreichische Volkswirtschaft ja ruinieren. Und ich würde sagen, mit der GWO würden wir 500 Milliarden plus jährlich erwirtschaften. Die GWÖ fürchten wir auch, dass die etwa 200 Milliarden Verlust jährlich wäre. Das wäre also ein Unterschied von 700 Milliarden jährlich, der da vermutlich stattfinden würde. Aber gerade das ist der Grund, warum die GWÖ bekannter ist als wir. Nicht nur, weil sie jetzt eben doppelt so lange auf dem sich öffentlich geäußert hat wie wir, sondern sie ist deswegen so beliebt, weil sie alle diese Liebe, es piepst, ich mache nur noch rund, die Liebe der Menschen zu den liebgewonnenen, vorteilbringenden Irrtümern, mit denen das Gehirn der Wähler gewaschen ist, sozusagen. Dass sie darauf stehen, diese immer wieder zu hören und dass sie alles mögen, was diese vorteilbringenden Irrtümer wiederholt, auch wenn es ihnen selber noch so sehr schadet. Das ist aber, ja, ich sehe das wie so eine Decke, wo ich nicht weiß, wie wir durchkommen sollen. Ich gebe weiter. Nach ein paar Sekunden kann dann der Lucky wieder loslegen. Ja, ich wollte erstmal darauf hinweisen, zwischendurch war Henning hier ganz kurz bei Teilnehmern zu sehen, aber der ist jetzt wieder weg. Aber vielleicht könnt ihr auch mal darauf achten, vielleicht kommt der wieder zurück. Der war da, aber der hat so oft Verbindungsproblem. Letztens hat er Stromausfall gehabt, also der ist schon wieder Ach weg. so. Also, Lucky, leg los. Ja, ich zeige schon nicht, dass er wieder weg ist. Ich wollte nur sagen, dass ich das bemerkt habe zwischendurch. Ja, ich kann jetzt nicht direkt anschließen an dir, Dylan, weiß nicht, ob das passt. Mir ist nur ganz spontan eingefallen zu dem Richter, der sich nicht mit einer anderen Meinung auseinandersetzt. Da fehlt, finde ich, von uns zu wenig Verständnis für ihn. Weil das geht mal wieder um Ängste. Damit wären wir doch im Prinzip an der Leine gehalten mit unseren Ängsten. Und ich kann nachvollziehen, dass der Richter mit seiner Pension den Anspruch, den er darauf hat, und die ist ja nicht die kleinste Pension, und das relativ gute Leben, was er auch mit der Pension ja er hat, oder mit seinem Gehalt, was er als Richter hat, was er sich ja alles leisten kann an Lebensstandard, Häuschen und weiß ich was alles, das er bestimmt, ja, für sich und seine Kinder vor allen Dingen. Bei so einer unsicheren Zukunft, wie wir ja haben, momentan alles, kann ich das verstehen, dass der keine Lust hat, seinen Job zu riskieren, ganz platt. Und so geht es vielen Leuten. Ihr seht es vielen Leuten, die eben ein anderes Sicherheitsbedürfnis, weil erst Thema Sicherheitsbedürfnis auf der nationalen Ebene, was du gesagt hast, Dylan, jedes Land muss sich verteidigen und so weiter und Raketensysteme und tralala und alles, gibt es natürlich auch noch ein Sicherheitsbedürfnis auf der individuellen Ebene. Eben um Kinder, um was ist, wenn ich alt werde mit Rente und so weiter, ja, Krankheit. Und ich muss also Sicherheit schaffen. Schon vorsorgen, dass ich bei Sohn, wenn ich alt werde, gerade wenn ich alt werde und so weiter, das dann für mich gesorgt ist. Und da ist dann so eine Pension schon ein gutes Polster, was ihm Sicherheit verspricht und auch hält, vor allen Dingen auch halten wird. Und deswegen kann ich den Richter voll verstehen, ja, dass dem, wenn er hört, dass er riskiert es hier, wenn er sich jetzt damit mit Öffi auseinandersetzt, ja, und da vielleicht auch argumentativ verliert,
dass er dann blöde aussieht. Und die von oben sagen schon, wenn das so kommt, dann bist du den Job los. Da kann ich schon verstehen, dass der dann abwinkt und sagt, nee, mach ich nicht, und irgendwelche juristischen Tricks hat, um das Ding halt nicht, wie zum Beispiel Einstellung, um sich damit nicht auseinanderzusetzen. Und so geht es doch vielen. Ich hatte ja erst auch von den Soldaten gesprochen und so weiter, aber sind auch Lehrer und so weiter. Je höher du bist, desto mehr kannst du, desto tiefer kannst du natürlich fallen. Und desto weniger hast du Lust, was zu riskieren. Naja, wenn du praktisch alles oder die ganze Masse verlieren kannst. Als wie wenn ich sozusagen sowieso nicht mehr verlieren kann und mit dem Rücken an der Wand stehe und sowieso alles ideal ist, da kann ich sicherlich auch radikaler oder notgedrungen muss ich auch radikaler werden, weil sonst passiert ja nicht mehr. Ja? Also schlimmer kann es ja nicht mehr werden. Und von daher kannst du da also dann auch angstfreier loslegen und dich also dann auch mit Sachen beschäftigen, die dir in einer anderen höheren Position dir Nachteile bringen würden, wenn du dich damit beschäftigst, ja, oder dich dem auseinandersetzt. Also von daher kann ich das schon nachvollziehen, aber es kommt wieder auf dem da zurück, was ich vorher gesagt habe. Was ist denn wieder, was Angst macht? Angst macht wieder, dass ich sozusagen das Einkommen verliere. Das Einkommen verliere und damit Existenzängste kriege, Verschlechterung der Lebenssituation und so weiter. Und wenn eben, das sagt ja auch eben, die mit vom bedingungslosen Grundeinkommen sagen, dass eben, wenn die Grundängste genommen werden, ja, wenn sozusagen eine Sicherheit ist, so argumentieren die ja auch mit Recht, die Grundbedürfnisse gedeckt sind, dass da eine Sicherheit ist, dann kannst du dich ganz anders auseinandersetzen, bist viel freier, auch Sachen auszuprobieren. Dann vielleicht wirklich mal in eine Kommune gehen, ja, weil du ja keine Sorgen machst oder noch ein Rückfallding hast, wenn mir das mit der Kommune nicht gefällt, dann kann ich ja immer noch in eine Wohnung zurück, was du ja heute nicht machen kannst. Heute musst du ja dann für 3 Monate Probezeit Kommune oder irgendwas, musst du ja deine Wohnung aufgeben oder weiter mit Miete bezahlen. Und das ist natürlich Risiko. Ja, das ist sozusagen ein Sprung ohne Sprungtuch drunter. Das kann gut gehen, ja, aber wenn es schlecht geht und ich aus irgendwelchen Gründen das nicht will oder kann, hat man ja auch schon gehört, dass da auch Streit gab und dass es nicht alles so ist, was so golden glänzt, nicht in Wirklichkeit ist, Herr Geldpiepen, macht nur noch rund, hat man ja auch schon gehört, dass nicht alles golden ist, was glänzt, auch in den Kommunen. Und dann macht natürlich Ängste, wenn jetzt mir das nicht gefällt, kann ich dann in meine Wohnung zurück, ein halbes Jahr später? Nee, weil ich inzwischen die Miete nicht gezahlt habe, die halbe, ja, und so weiter. Und deswegen ist dieses Sicherheitsbedürfnis, finde ich, sollten wir bedenken. Und der Hintergrund ist natürlich wieder Geld. Ja, die Wohnung muss ich ja weiter Miete zahlen, wenn ich in der Kommune bin, wenn ich so ein Sicherheitsding oder Rückfahrschein haben will. Punkt. Und gebe wieder weiter an Öffi. Ja, Öffi, und dann vielleicht Henning, und nach Öffi der Henning, wenn es hoffentlich hält, seine Leitung bis dahin. Also Öffi, leg los. Ja, danke den Vorrednern und herzlich willkommen, Henning. Und ja, also ich habe dieses Verständnis ehrlich gesagt nicht, Leute. Wir sind alle so verkrampft und verklemmt und hindern uns selbst, ne? Also wir sind in der ständigen Selbstbehinderung. Denn auch so ein Richter. Meine Güte, ich war am Anfang 1991 bereit, ohne alles im Winter auf die Straße zu gehen und da mit Papptüten oder so mir die Nächte, mich in den Nächten durchzuschlagen. Jetzt heutzutage gibt es die Vorarbeit von 30 Jahren. Es gibt Projektstandorte. Und wenn wir das so handhaben würden, wie ich eben gesagt habe, dass wir zumindest für unsere Gesinnungsgenossen unsere eigenen Nester auch öffnen, dass wir nicht so genauso spießige Privatbürger sind oder so, die ihre Türen zu haben, sogar vor ihren engsten Geschwistern, also den Gesinnungsgeschwistern meine ich jetzt. Dann musste er sich keine Existenzsorgen in dieser Weise machen. Ich habe immerhin in Deutschland 10 Orte zu bieten, wo jemand hingehen könnte und ich könnte ihm erklären oder er findet da andere auch mit als Gemeinschaft, wo er, sogar wenn er von 0 auf 100 beschleunigen würde und würde auch noch seinen Ausweis und Geld abgeben, wo er eine Existenzgrundlage hätte. Meine Herren, ey. Dann muss man doch mal irgendwo aufhören zu sagen, ey, mein Sofa ist in Gefahr oder ach und schlimm und schrecklich, ich werde im schlangenverseuchten Urwald, werde ich umgebracht werden. Die fressen mich auf, all die Schlangen. Meine Güte, irgendwo muss doch mal auch ein Wert dahinter stehen, dass wir sagen, wir können ein reines Gewissen leben, wir können Verantwortung für die Welt vorleben und sowas. Was sind denn die großen Vorbilder? Was sind denn diese Helden? Wie Buddha, Jesus, Franziskus, Gandhi, da muss doch mal ein bisschen Power bei rauskommen, dass das unseren Hintern bewegt. Und wir uns nicht da einreden, wir würden gleich tot umfallen, wenn wir mal irgendwie was machen. Zumindest hingehen und darüber reden. Also auch, wie kann man so praktische Entwicklungskonzepte machen, Praktika oder Einstiegshandlungen?
Das muss doch irgendwo mal möglich sein. Und dann könnte man hingehen, ich könnte den Leuten erklären, ne, was sie dann da eben erstmal sich anschauen können, ausprobieren können, am eigenen Leib erleben können, was sie lernen müssten oder so, um jetzt zum Beispiel auch einfach, wenn sie auf einer unserer Naturwiesen sind, von den Kräutern zu leben. Sie kriegen die Brennnesseln gar nicht aufgegessen. Also irgendwo muss wirklich mal ein anderer Geist da rein, dass wir nicht wie die letzten Konsummimosen dastehen und wenn, was weiß ich, der Sofasessel ist etwas weniger weich, dann geht für uns die Welt schon unter und es ist nicht möglich, dass wir irgendwie noch was machen. Es muss ein anderer Geist da rein. Power in den Hintern. Gut, das ist so ein Kick jetzt im Moment. Ich gebe mal weiter, dann kann der Henning. Ja, danke für das Wort. Erstmal einen recht schönen guten Tag. Ich hoffe, dass diesmal die Leitung hält. Am Samstag ist mir alles abgebrochen hier. Und ja, ich möchte ganz gerne zu der Sendung am Samstag etwas hinzufügen und würde ganz gern auch eine Präsentation starten, weil ich habe einen Text zu der Sendung geschrieben, wo ich nicht dabei sein konnte. Und da ging es ja um den vorteilbringenden Irrtum. Und dieser vorteilbringende Irrtum, jetzt bin ich hier etwas durcheinander. Moment, ach so, ich tue mal den Bildschirm teilen. Kompartiere. Ich hoffe, man kann es sehen. Ups, da ist es schon. Und hier ist eine Grafik, wo ein Richter oder beziehungsweise ein Mannequin vorm Richter steht. Ich habe das in Spanisch und in Englisch und auch in Deutsch. Ist Ihnen klar, dass es illegal ist, die illegalen Handlungen Ihrer Regierung aufzudecken? Ich denke, damit sollten wir aufhören. Und wie kommen freie Argumente wieder zu Gehör? Das ist eigentlich viel wichtiger, als irgendwelche Dinge aufzudecken, die uns im Grunde genommen nichts mehr angehen, weil das Leben ist auf der Erde und nicht in irgendeinem Gedankenkonstrukt einer Welt. Und die Erde ist energetisch und wir unterliegen energetischen Prozessen. Und diese energetischen Prozesse sind letztendlich in einem Schöpfergesetz oder wirksamen Schöpfergesetz nirgendwo niedergelegt, aber wir werden sie spüren. Und alles, was man uns bisher erzählt hat, über guten Glauben oder wirksame Gesetze, die gibt es einfach nicht. Die müssen wir einfach wieder erkennen. Und am Samstag die Sendung Vorteilbringender Irrtümer, ist es eigentlich so, dass wir diesen Irrtum immer noch leben und lieben, weil wir den Irrtum eigentlich gar nicht sehen. Der wurde uns einfach übergestülpt mit einer Sprachmatrix, die wir selber noch nicht erkennen, weil wir sie immer noch benutzen und die kosmische Anbindung oder die energetische Anbindung an das wirkliche Leben eigentlich nur wenige bisher erfahren haben. Das sind Menschen im Nahtoderlebnis, das sind Menschen, die Medien sind, die also wirklich kosmische Anbindung haben und Kontakt zu Seelen aufnehmen können, die schon gelebt haben oder momentan auch gar nicht mehr physisch auf der Erde sind, sondern es gibt auch eine physische geistige Welt. Und diese physische geistige Welt, von der sind wir 6000 Jahre lang abgetrennt gewesen. Und das kommt aber wieder. Das ist genauso wie 6 Stunden Schlaf an 24 Stunden Tag. Da sind wir auch abwesend in unserem Bewusstsein. Und diese 6000 Jahre sind in Analogie zu 24.000 Jahren zum platonischen Jahr, wo die Erde physisch um die 12 Stirnkreiszeichen wandert. Und die Phänomene sind letztendlich die gleichen, ob wir 6 Stunden schlafen oder 6000 Jahre ein minderes Bewusstsein haben. Und das mindere Bewusstsein liegt einzig und allein darin, dass wir die Werte, die wir leben, also der Lebenswert, unendlich, unantastbar, untrennbar, energetisch untrennbar im Grunde genommen. Das heißt, wenn ich ein Leben trenne, einen Organismus trenne, dann stirbt er, dann geht er kaputt, dann ist er in seiner Funktion nicht mehr lebenswürdig. Und der Lebenswert hat auch was mit Ehre und Würde zu tun. Und wenn wir diese minimieren und uns herablassen, weil wir einfach das mangelnde Bewusstsein haben oder mangelnde Energie haben, dann, ja, ich komme zu Ende. Ich werde meinen Vortrag in der nächsten Runde starten.
und gebe weiter. Ja, dann müsste man mich jetzt wieder hören. Ich bin mal gespannt. Ja, mein Mikro müsste an sein. Ja, und wir hören was dich. Genau. Ich lege los. Ja, also ich kann sagen, ich erlebe das so, ihr wisst ja, ich werde nie aufhören. Ich habe mein Leben im Alter von 35 Jahren ganz bewusst gesagt, dass ich nur noch ehrenamtlich für die Weltverbesserung arbeite und die Weltrettung arbeite. Und ich sehe, für mich gibt's keine Chance da. Ich kann damit nicht aufhören, weil ich will mir nicht am Ende meines Lebens vorwerfen, oh, da hätte es doch noch eine kleine Lücke gegeben im Kapitalismus. Da hätten wir es schaffen können und ich war nicht da. Ja, und ich war nicht bereit. Also ich werde immer weitermachen. Aber ehrlich gesagt, ich sehe eine völlig geschlossene Wand durch den Kapitalismus. Ja, denn all die Menschen, die zum Beispiel jetzt überlegen, alternativ zu leben, die haben alle ein Leben im Kapitalismus. Die haben eine Gemütlichkeit im Kapitalismus, dass sie, was weiß ich, hier abends ihre Spielfilme schauen, ihre Fernsehfilme, und dann haben sie noch einen Sexpartner, oft sogar, wenn auch da nur vielleicht alle 2 Wochen mal was läuft, ne, und so weiter. Und jetzt muss ja dann das Aussteigen oder das alternative Leben, das neue Leben, muss ja wenigstens nach absehbarer Zeit besser irgendwie sich anfühlen als das Leben im Kapitalismus. Aber das lässt der Kapitalismus ja fast gar nicht zu, weil sozusagen, wenn ich in der Gemeinschaft lebe, dann muss ich ja da, ja, da müssten da eigentlich zum Beispiel, was am ehesten vorstellbar wäre, wenn dann irgendwelche kapitalistischen Ehepaare eben in einer Gemeinschaft zusammenziehen und dann da etwas Neues machen. Aber eben, wie gesagt, dann müssen auch die Gespräche lustvoller und befriedigender sein, als es ist, was weiß ich, einen Tom Cruise Spielfilm zu schauen. Ne? Ich erinnere mich gerade an den Spielfilm, diesen Flugzeugspielfilm mit Tom Cruise, ja, wo ganz offen vorteilbringende Irrtümer der Waffenindustrie ausgestreut wurde. Wenn du die Russen abschießt, dann bist du der Held, dann bist du der Held des amerikanischen Volkes und du bist der große Star, wenn du andere Menschen tötest. Ja? Und solche vorteilbringenden Irrtümer, die werden dann auch wieder unterrichtet in den Spielfilmen, und so entsteht ja dann in den USA diese Bereitschaft, jederzeit 1 Million Iraker abzuschlachten, weil eben das eben zum Leben dazugehört aus Sicht vieler Amerikaner und eben offensichtlich mittlerweile auch aus Sicht vieler Russen, die durch die Gehirnwäsche dazu gebracht wurden. Also ich werde nicht aufhören können, mich um die Weltverbesserung zu kümmern, aber ich sehe das wie so eine riesige Wand, wo man keine Chance hat, weil, wie ich vorhin schon angedeutet habe, alle Sachen, die beliebt sind, sind eigentlich deswegen beliebt, weil sie das zu den vertrauten, vorteilbringenden Irrtümern gehören, mit denen bestimmte Sparten Profite auf Kosten der anderen machen. Ja? Und so funktioniert die Welt. Ja? Also die, wie gesagt, die Arbeitsamtmitarbeiter, du könntest von heute auf morgen, hättest du keine Karrierechancen mehr, wenn das Arbeitsziel der Partei des Gemeinwohls, PDG, erreicht worden wäre, nämlich null Arbeitslosigkeit, dann hätte im kapitalistischen System niemand mehr eine Karrierechance. Und das ist piepst, ich mache nur noch rund. Das versucht nämlich natürlich jeder Arbeitsamtmitarbeiter zu verhindern, indem er Gedanken aussendet, die eher die Arbeitslosigkeit vergrößern, während in der Gemeinwohlwirtschaft dass keine Arbeitslose haben, einen dauerhaften Geldzufluss bringt und Belohnungszufluss bringt. Ja, aber wie gesagt, vielleicht kann mir jemand sagen, wo da die Lücke ist. Also ich sehe innerhalb der letzten Woche habe ich eigentlich nur noch die Dichtigkeit dieser Betonmauer gesehen,
wo ich im Moment keinen Zugriffshebel habe, außer dass ich immer noch auf das Gespräch mit dem Vizekanzler hoffe. Ne? Ich gebe weiter. 2 Sekunden, 3 Sekunden, Lucky, dann kannst du loslegen. Ja, du sprichst immer von der Betonmauer. Das sehe ich ein Stück weit auch. Deswegen dachte ich ja, dass wir uns heute mit der Frage auch so mehr beschäftigen. Wie kommen wir eigentlich an die Menschen ran? An die Menschen ran, die eben diese vorteilbringenden Irrtümer dann ablegen. Und eine Möglichkeit ist ja nun, das, was häufig auch so verbreitet ist, ja, indem wir ihnen vorleben und die Möglichkeit bieten, hier könnt ihr machen, probiert es aus und guckt dann, wie ihr euch fühlt. Und siehe da, ihr werdet euch auch, wenn ihr erstmal geschafft habt, darin zu gehen, da habt ihr euch dann nicht so, ja, schmeißt eure Ängste über Bord. Ihr habt das vorher gemacht, ihr könntet auch so nach dem Motto. Und dann wird der große Change kommen, ja, wenn sie sozusagen drinnen sind und das selber erleben. Das ist, wie gesagt, eine Form. Ich bin ja, habe ich schon mehrmals gesagt, ein bisschen skeptisch, weil das schon in den 70er Jahren das so miterlebt hatte, dass da dieser Modell oder dieser Ansatz gab, durch diese kleinen Kommunen und hier in Berlin auch eben Kollektive, Handwerkskollektive hauptsächlich, aber auch Wohngemeinschaften, dass sie dann also sich sozusagen wellenartig über die ganze Welt weitergeht. Ich denke manchmal nach, die Leute da abzuholen, wo sie sind. Und da merke ich, habe ich ja schon mal von gesprochen, von dieser Mogelpackung. Also Mogelpackung insofern, dass ich mit denen, wo die drauf abfahren, was ihre Irrtümer sind, und das ist eben halt Spiel, Geiz ist geil, und wo du was gewinnen kannst, Geld gewinnen kannst. Wie gesagt, ich staune ja mal hier Kochshows und Günther Jauch, und wo du was dann gewinnen kannst, wenn du dann die richtigen Antworten machst und so, dich beteiligen kannst, und dann irgendwas gewinnen kannst, auch wenn du wenn die Lösung willst, ankreuzen und anrufst und so weiter. Die ersten 10 Anrufer kriegen dann was, und dann sind alle am Telefon ganz aufgeregt. Machen die auch viele Radiosendungen, machen so mitmachen, dass du eben dann Musiktickets oder irgendwas anderes gewinnen kannst, also Konzertveranstaltungen oder Fußballspiel, Eintrittskarte und so weiter. Und da merke ich immer, die haben eine Resonanz, ja, wie viele tausende Leute da mal angucken oder sich das Europapokalspiel angucken im Fernsehen oder Günther Jauch, will ich nicht, 10.000, 20.000 schalten mal ein. Und da überlege ich manchmal eben, ob wir andere Formen finden müssten. Eine andere Form eben, um so eine Ideen, ja, wo wir hier zu dritt oder viert, machen wir uns um die ganze Welt, machen wir uns Gedanken, wie eigentlich alle Menschen besser leben können. Und sind nur zu viert oder fünft. Obwohl wir doch eigentlich ansprechen, wie allen Leuten friedvoller und besser leben könnten. Da haben wir tolle Ideen und kein Mensch interessiert sich dafür. Ist eigentlich ein Jammer. Und da denke ich manchmal, ob man da eben diese Werbesachen oder ja, wo Leute eben drauf abfahren, ob man nicht diese Form, wo wir in dem Sinne den Form und Inhalt drin. Eigentlich bin ich ja blöd, ein Gewinnspiel zu machen, ja, wo auch dann wieder Gewinner oben und unten ist. Gerade wo ich gerne mal vertrete, da will ich raus aus diesem Konkurrenzding und so weiter. Und da nehmen wir so was, wo wir eigentlich ein Ziel, wo wir zwar anders hin können. Und da können wir auch nicht so eine Form benutzen. Da sehe ich mit Recht, war ja auch damals bei dem Fußballspiel, was ich da versucht habe zu gestalten, was ihr euch anklicken könnt unter utopie-kongress.org. Mit C geschrieben, hatte ich mal so versucht, so eine, und da wollte ich auch damals Leute mitmachen, animieren, also gerade hier aus den linken Kreisen, und die haben mir gesagt, das ist nicht die Form, die Form ist falsch, der Inhalt ist gut, aber die Form ist falsch, und du musst, wenn du einen Inhalt haben, musst du auch die richtige Form haben. Die Kritik, wie gesagt, ist ein Stück weit richtig, da habe ich aber immer gesagt, und da bin ich bestätigt worden, das haben sich an diesem Fußballspiel, in Anführungsstrichen, ja, ich mache den Rund, bin gleich fertig. An diesem Fußballspiel haben sich Leute beteiligt, die sich sonst nie für so eine Diskussion interessiert hätten, wie wir die gerade gemacht haben. Weil sie nämlich den Unterhaltungseffekt gut fanden, selber mitbestimmen konnten, ob nun ein Tor geschossen ist oder nicht, ihre Meinung war gefragt, und sie konnten was gewinnen. Wie beim Toto, nicht? Wenn du richtig Tipp hast, kannst du was gewinnen und kannst dich sozusagen als Fachmann bestätigen, ja, du hast es richtig eingeschätzt.
Und das war für mich also sehr überzeugend, dass du mit so einer anderen Form also Leute erreichen kannst, wie wir jetzt hier mit unserem hochtrabenden Intellektuellen, ich mache das jetzt mal ein bisschen zugespitzt, hier Schwafel im Elfenbeinturm, kein Mensch richtig interessiert oder erreicht es mit. Ja, ist ein bisschen provokativ, aber ich lasse es mal so stehen und gebe weiter an Öffi. Ja, danke den Vorrednern. Und ich kann da den Ball von dir, Luki, aufgreifen, weil ich, also wir reden ja des Öfteren über dieses Reibungsthema. Wie ist das da? Bringen die kleinen Kommunen was oder muss man da weltweit da so eine Vernetzung dann herbeiführen? Wurde das eben aus meiner Sicht nicht zutreffend wiedergegeben hast, wie du gesagt hast, ja, der Öffi ist da für die Gemeinschaftsbildung und dann tun die sich zusammen, die Leute, und dann entsteht daraus die Weltrevolution. Nee, der Öff würde sagen, das ist nicht eine Schiene jetzt, wo die Schiene vom Luki eine andere ist und die kommt dann nicht mehr vor, weil wir sind jetzt die Kommuneschiene gefahren, sondern ich bin der Auffassung, überall so viel wie möglich sowohl als auch zu machen. Das heißt, es tun sich Leute zusammen, sie leben anders, da wo sie denken, ist es richtig anders zu leben, machen sie es einfach auch. Und dann geht es aber nicht nur so weiter, dass sich an jeder Ecke jetzt welche zusammentun, sondern es kann sich ja bestens damit verbinden, dass die weltweite Vernetzungsarbeit, Internetverwendung und so weiter, dann als ein weiteres Mittel, eine weitere Schiene mit einsetzen, damit alle Schienen, die da möglich sind, die auf sinnvolle Weise möglich sind, sich verbinden zu möglichst viel Kraft. Das heißt, ja, ich bin der Ansicht, dass wenn Leute glauben, es ist gut, anders zusammenzuleben, gemeinschaftlich, ohne Geld, Tausch, Herrschaft und so weiter, sollen sie es in Gottes Namen aber da, wo sie dafür Spielräume haben, auch tun. Und dann kann das andere alles mit dazukommen. Diese Schiene ist kein Ersatz für irgendetwas anderes. Während aber, wenn man sie weglässt, diese erste Schiene, das zu leben, was man richtig findet, dann ist das auch ein Glaubwürdigkeits-Überzeugungskraftverlust für die weltweite Vernetzungsarbeit. Weil es wird nicht so viel Kraft haben, wenn Leute dann eben wirklich da per Internet oder so nur über was reden, was sie da, wo sie können, nicht selber leben. Ziele zu verbreiten, die man da, wo Spielräume zu ihrer Verwirklichung existieren, gar nicht verwirklicht, da macht man sich nicht besonders überzeugend mit, also dass man von seiner eigenen Sache so richtig begeistert wäre, jetzt auch also dem praktischen Umsetzen. Ja. Ansonsten bin ich ja ganz bei dir, dass man die Leute abholen muss und dass man sich da alle möglichen Schienen bei ausdenken muss. Deshalb bin ich ja einerseits begeistert auch von Dillen und GWO und mit der Wohlfühlstimme und so weiter als Zwischenschritt. Ich überlege ja sogar eben, dass man ein Computerspiel machen müsste, was fetziger ist als Fortnite und wo nicht nur gerafft und geraubt und gemordet wird, sondern wo die Leute solche entwicklungspsychologischen Dilemmasituationen durchmachen, die Reifeentwicklung mit sich bringen können. Und der beste Held ist der, der die höchste Reifestufe in solchen Spielwelten dann hinkriegt, ne? Also das Post-Conventional Level. Also ich bin da jeglicher Schiene offen und begeisterungsfähig, aber eben auch nicht gegeneinander ausspielen und vor allem es nicht gegen das ausspielen, wo man selber seine Ideale und Ziele auch direkt menschlich leben kann. Für sich. Im realen Leben, an dem realen Ort, nicht nur virtuell oder sowas, und mit realen anderen Menschen zumindest anfangen. Also man muss ja nicht jeden Chaoten von der Straße aufnehmen. Aber zumindest mit den solidesten Orga-Leuten für die Veränderung in der Welt, da müsste es möglich sein, jetzt zu sagen, okay, dann sind wir auch Geschwister. Nicht nur, wenn der Computer eingeschaltet wird, sondern auch leibhaftig. Und verhalten uns so zueinander oder miteinander. Ja, und mit dem die Leute abholen. Also jetzt im Moment hat mich meine Frau hier gerade mal geholt. Und wir liegen hier im Ehebett und wir haben schon mal überlegt, ob wir ein bisschen Modell knutschen oder schmusen oder so machen könnten, auch bei so einer öffentlichen Sendung. Damit da, ja, da zeigt sie mir gerade auch ein Bild, wie wir rumknutschen. Oder wie schön das ist. Wir haben ja nicht nur Menschen hier, auch Tiere. Wer sich das Video anguckt, was wir jetzt am Wochenende gemacht haben, wird sehen, wie verkuschelt da auch die Tiere dazukommen, wo wir von der Weltrevolution reden und so. Also wir müssen aufmachen, wir müssen leben, wir müssen vorleben. Es muss greifbar werden. Vielleicht reicht ja nichts, aber auf jeden Fall wird es nicht reichen, wenn wir das, was greifbar werden kann, nicht greifbar machen. Hat es gepiept, dann sage ich den Satz nochmal. Also vielleicht haben wir keine Chance, aber wir werden auf jeden Fall keine Chance haben, wenn wir nicht alles das, was greifbar gemacht werden kann, auch richtig greifbar machen.
statt in der Abstraktion oder in virtuellen Welten da einfach nur rumzukleben. Alles klar, ich gebe weiter. Dann darf ich wieder. Moment, ich mache hier gerade noch mal meine Präsentation auf. Wo ist es? Da ist es. Okay. So, kann das jeder sehen? Wie kommen freie Argumente wieder zu Gehör? Was bewirkt und minimiert den Widerstand der strukturellen Gewalt der Gewohnheiten? Der Widerstand besteht daraus, dass die Masse der Menschen das vorteilbringenden, also die vorteilbringenden Irrtümer gewisser immer mehr sichtbar werdenden strukturellen Gewalten in Form von Krisen aus Täter- und Opferverhalten, in dem ständigen Kampf um Wettbewerb einfach lieben. In ihren sich offenbarenden fehlerhaften Irrglauben, Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Wie entstand dieser Irrglaube? Das eine energetisch wirksame physische Schöpfergesetz der Achtsamkeit, der Harmonie, der Bedingungslosigkeit und der Liebe durch Schenken und Helfen wurde in den letzten 6000 Jahren wegen Energiemangel am und vom Firmament wurden viele Menschen kraftlos und wurden von der schöpferischen Kommunikation über ihre eigenen 12 Sinnesorgane von der Schöpfung getrennt. Das führte dazu, dass von den Gottesvertreter und ersten Firmengründer und berechtigter Vater aller Firmen seiner Patentfirmenzweigstellen auf der Erde von Vatikan die natürliche Ordnung wegen Energiemangel vom Firmament überlagert wurde. Und das ist das, was viele Menschen noch nicht kennen oder sehen oder erkannt haben, dass wir eine Ordnung leben, die eigentlich nur ein geistiges, zweidimensionales, totes Sachenrechtkonstrukt ist, das mit Leben im wirklichen Sinne nichts zu tun hat. Wir leben nach Regeln und nach Normen, ohne dass wir das Leben irgendwie frei gestalten können oder noch frei gestalten können. Eine der größten Täuschungen und Irrtümer auf dieser Erde bewirkte, dass aus freiwilligen, freudigen Schenken ein zwanghaftes, ungleiches Tauschen in den Firmengesetzen zu ungleichen Tauschwerten von unendlich unveräußerlichen, unverhandelbaren und energetisch untrennbaren Lebenwerten der Schöpfung zu minderen Tauschwerken in Form von Gesetzen oder Gottesvertreter erfolgte. Das eine natürliche Schöpfergesetz ist symbolisch auf jeder Geldmünze geprägt worden. Und zwar die Bedingungen der zwei Seiten der Geldmünze, die unterschiedlich sind, oder auch neu aufkommen, immer in Einheit und in Einigkeit halten, wie es auf der Münze passiert, weil sie sind in Metall gegossen, die Bedingungen, und die können sich nicht bewegen oder hervortreten. Nur in dem Moment, wo ich das Geld benutze und Bedingungen bezahle damit, dann verstoße ich schon im Grunde genommen gegen die Schöpferordnung, die mit dem Geld, mit der Geldmünze symbolisiert wird. Und das ist der Fehler, den viele Leute nicht erkennen oder erkennen wollen. Weil sie glauben, wenn sie nach Geld streben, erstreben sie nach Macht. Aber sie machen im Grunde genommen das, was sie an Macht gewinnen, nehmen sie anderen wieder die Macht weg. Und das ist der vorteilbringende Irrtum der Menschen, der dadurch entstanden ist, dass Kampf Hoffnung ist, aber eine falsche Hoffnung, weil der Kampf tötet und die Toten sind dann letztendlich von der Hoffnung das überbleibende Leid. Und dieses Leid aus der Welt zu bringen, bedingt eigentlich, dass wir uns wieder bewusst werden, was wir in diesen 6000 Jahren an Mangel an Energie, an Bewusstlosigkeit oder unbewussten Handeln getan haben. Und ja gut, danke, ich habe es gehört. Wir dürfen für die Zukunft einfach uns wieder bewusst werden, wie wir mit uns selber umgehen und wie wir mit den Mitmenschen umgehen. Das ist das Wesentliche,
im Umgang mit dem Leben und nicht mit irgendwelchen Regeln, die 2D-Fiktionen sind. Ich gebe weiter. Ja, jetzt müsste ich wieder zu hören sein. Ja, müsste funktionieren. So, ja, dann sage ich mal, also wie gesagt, ich sehe im Moment Betonwände. Ja, die Wahlplakate, die im Moment bei der Nordrhein-Westfalen-Wahl sind, die behalten, die eine Partei hat mehr die vorteilbringenden Irrtümer, die den Wählern auf die eine Weise schaden, von ihnen, von vielen aber gemocht werden, weil es sich um vertraute, gewohnte Scheinwahrheiten handelt. Und die anderen haben vorteilbringende Irrtümer und falsche Konzepte, die dann wieder anderen Sparten Gewinne bringen würden, aber immer auch dann einen Gesamtschaden für die Gesellschaft bedeuten würden. Das heißt, wir haben nur Parteien, die quasi zur Wahl stellen, unterschiedliche, unrealistische und schädliche Konzepte. Ja? Und dann, wenn ich mich an alle die Kommuno-Interessenten erinnere, die in den letzten Wochen, wo ich viele Telefonstunden geopfert habe, mit Gesprächen mit denen, von denen kaum einer hier jemals angekommen ist in den Gesprächen, die Kommuni-Interessenten wollten eigentlich sozusagen oft mir als erstes ihre eigenen vorteilbringenden Irrtümer drängen. Und und auch suchten auch eben nicht die freie Argumentation, sondern eher die Sekte, wo sie eigentlich eher den Gleichgesinnten für die gemeinsame Sekte suchen, sozusagen, ne? Anstatt der Diskussion von allem, ne? Und dann meine tägliche Öffentlichkeitsarbeit im schönsten Zentrum von Köln, ja, da erlebe ich völliges. Ich habe natürlich immer wieder ganz tolle Gespräche, aber im Großen und Ganzen, wenn ich mal gucke, wenn ich die 1000 Leute gucke, die vorbeilaufen und die eine Person, die ein tolles Gespräch mit mir führt, dann sehe ich, dass 999 von 1000 sich einen Scheißdreck dafür interessieren, über alles, worüber wir nachdenken. Ja? Und das ist leider die Realität im Kapitalismus. Ja? Und dann erinnere ich dran, ich hatte ja gehofft, dass wenn der Öffi einlädt zum New World Economic Forum, dass er vielleicht viel mehr Resonanz kriegt, als ich das gekriegt habe bei früheren Versuchen in ähnliche Richtungen. Und wir sehen auch dort keine Resonanz. Die einzige Person, die geantwortet hat, war die von der Gemeinwohllobby, die sich hat unterwandern lassen von der Rudolf-Steiner-Sekte und sowohl Öffis Vorschläge als auch unsere GWO-Vorschläge aus ihrer Verfassungsüberlegung herausgeschmissen hat, ja, und sich dann ein paar Tage später gefunden hat in einer Talkshow, wo die vorteilbringenden Irrtümer der Rechtsanwälte wiederholt wurden, nämlich wir sehen überall Verbrecher und dagegen müssen wir klagen und dann verdienen wir Geld, indem wir Prozesse durchführen, verdienen wir damit Geld. Und so erlebe ich alles völlig ineffizient. Dann auch das Computerspiel. So ein Computerspiel, wenn es für die Kinder wirklich attraktiv sein soll, erfordert Entwicklungskosten von schätzungsweise 100 Millionen Euro. Und die Rüstungsfirmen, die bei solchen Spielfilmen, wie vorhin erwähnt, mit Tom Cruise und so weiter, als Sponsor auftritt, weil sie nämlich diese Spielfilme und Computerspiele natürlich die Kriegsbereitschaft und Kampfbereitschaft der jungen Menschen erhöhen und das sich dann wieder zurück amortisiert, indem diese Leute dann bereitwillig Hurra schreien, wenn der nächste Krieg ansteht. Ja, diese Gelder bringen wir ja gar nicht auf, diese 100 Millionen. Die Rüstungsindustrie, ich mache nur noch rund, hat da ihr Geschäftsmodell und da rechnet sich das, Geld in ein Computerspiel zu investieren, wenn es die Leute kriegsbereiter macht und dann Geld wieder zurückkommt in Form von Waffenkäufen. Aber bei uns rechnet sich das nicht, also tut es auch keiner. Ne? Und dann ist es eben, letzter Gedanke, die Gemeinwohlwirtschaftsordnung, GWO, das ist ja der neue Name, Gemeinwohlwirtschaftsordnung, GWO,
die hat zur Folge, dass erstmal das Klima für eine Frack geschaffen wird, weil plötzlich nicht mehr Irrtümer Profite bringen, sondern nur noch Wahrheiten Profite bringen. Und Frack hat ja das Ziel, Wahrheiten statt Irrtümer. Ja? Und das wird aber erst, und jetzt plädiere ich nochmal abschließend für diese Zwischenstufe der GWO, diese Zwischenhilfsstufe, weil wir nur so wenigstens den Zielen näher kommen könnten, auch wenn ich eben ja gerade gesagt habe, dass es vielleicht gar nicht möglich ist, dass eine realistische Partei jemals Erfolg haben kann. Ich gebe weiter. Ja, dann mache ich jetzt weiter. Ja, ich fand es sehr schön, wie du gesagt hast, mit dem sowohl als auch. Das sehe ich auch so. Und wie gesagt, ich sehe das bei mir auch so, obwohl ich jetzt mehr zu dem tendiere, zu dem Globalen, aber ich will, wie gesagt, das andere nicht ausschließen. Und sehe sicherlich die Vorteile, dass, wenn Leute sich sowas angucken wollen, bevor sie sozusagen rinspringen, weil das natürlich ein Vorteil ist, wenn es solche Sachen, so Versuche im Kleinen schon gibt. Von der Schenkelökonomie, von dem ohne Hierarchie und Leistung und von der basisdemokratischen Abstimmung, wie es ja in den meisten Kommunen der Fall ist, wo auch nicht irgendwelche Entscheidungsträger für einen diskutieren, für einen entscheiden, sondern du als Gruppe basisdemokratisch mitbestimmen und mitentscheiden kannst. Macht sicherlich auch viel aus, wenn Leute sowas erleben können. Trotzdem denke ich eben, wie können wir das halt rüberbringen und wie können wir die Wand, von der Dylan mal spricht, wie können wir die eigentlich ein bisschen Löcher reinmachen? Und da finde ich eben diese Spielschiene, deswegen würde mich interessieren, obwohl ich, wie gesagt, von Technik keine Ahnung habe, aber so an, wenn dann vielleicht so Spiele sich entwickeln, die eben nicht von Konkurrenz und Baller totschießen und wie die meisten Computerspiele also sind, gekennzeichnet sind, sondern eben wie dann früher, ich habe zum Beispiel auch mal ein Provokeli, habe jetzt so ein Spiel, was auf Monopoly eben zwar aber so aus linksautonomen Sicht genau das Gegenteil war, damit Barrikadenkampf und Polizeistationen, wie sich was alle da besetzen und dann vorwärts bringen, war so ein bisschen, aber kann natürlich in heutiger Zeit, das war damals 70er Jahre, wo ich das Spiel erfunden habe, oder 80er Jahre Provokeli. Aber sowas kann ich mir eben vorstellen, dass er eben auch die Elemente der Gemeinwohlwirtschaft, zum Beispiel Selke Helfrich, die hat auch mal ein paar Leute mal so ein Kartenspiel gemacht. Und da kann ich mir vorstellen, gerade eben auch junge Menschen zu erreichen, die eben noch mehr computeraffin sind wie wir und mit diesen Computerspielen abfahren, da halt mitzuwirken. Wie gesagt, das Technische, das kann ich nicht, aber ich habe auch mal so drei Spiele entwickelt, und eben, wo es eben halt um Kommunikation ging. Aber waren keine Computerspiele, sondern Brettspiele. Und von daher, weil ich auch selber gerne spiele, wäre das eine Sache, wo ich mich auch einklinken würde mit. Und denke eben, dass das eine gute Sache ist, mal so nah an die Menschen anders heranzutreten. Ja? Wenn die sowieso vor ihrem Computer sitzen und da dann auf das Spiel kommen und dann mal Lust haben, das auch mal zu spielen und da sehen, huch, das läuft ja ganz anders. Und das macht dann vielleicht auch Spaß, da eben zu hochzukommen, durch die verschiedenen Levels. Und du dann eben den höchsten Level erreichst, wenn du eben im Sinne auch von Dylan da Gemeinwohl orientiert aktiv warst beim Spiel oder dich da verhalten hast und die gemeinwohlorientierter du da gewesen bist, desto höher kommst du eben die Levels. Und wenn du nach wie vor dann egomäßig oder die wilde Sau gespielt hast im Sinne von mein, mein, meins, dann kommst du halt nicht weiter über den ersten Level hinaus. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, eben um mal auf andere Art unsere Ideen und sozusagen das, was wir vertreten wollen, vertreten, nicht wollen, sondern wirklich ja vertreten, das mal auf andere Art und andere Kreise eben dadurch zu erreichen. Und dass wir nicht nur in unserem Viererclan hier bleiben, sondern dadurch eben auch Wellen schlagen. Gut, damit gebe ich weiter an mit Reihenfolge schon kommen an Effi wieder, wa? Genau, an Effi ist glaube ich dran. Machen wir jetzt Effi dran, genau. Ja, danke schön den Vorrednern. Und ja, also
Ich greife auf, erstmal, was Luki gesagt hat. Ja, also ich denke, es ist nur eine Spur weiter. Also es gab früher auch schon Kooperations- statt Wettbewerbsspiele und sowas. Was mich interessiert, ist vor allem ganz gezielt die Persönlichkeits- und Verantwortungsbildung in so ein Spiel zu packen und das auf eine Weise, die spannender, abenteuerlicher, attraktiver ist als die, dass das den Menschen so wirklich dann an die Schwellen bringt, die überschritten werden müssen. Nicht, wir werden jetzt ein bisschen kooperativer durch das Spiel, sondern wir werden so umgekrempelt innerlich zur Persönlichkeits- und Verantwortungsreife, dass wir uns nicht mit, was weiß ich, 10 oder 20% Kooperation abfinden, sondern dass wir wollen, dass die Kooperation die entscheidende, ausreichende Basis des Zusammenlebens wird. Und so auch der einzelne Mensch und die Situation, die er durchlebt in diesem Spiel. Wann kommt er dahin, ein wirklich verantwortungsreifer Mensch zu sein oder verantwortungsreif mit den Situationen umzugehen? Also nicht nur an sich oder um die nächste Ecke zu denken, sondern so weit wie die Folgen reichen und für das Wohl aller, wie kann er da zum Helden werden? Und ja, also da gibt es ja schon in der Entwicklungspsychologie ganze Batterien von Dilemma-Fragen oder Situationen, wo man so beispielhaft Dinge durchspielen kann. Und zu dem, was du gesagt hast, Dylan, ja, ich hoffe, dass ich auch einfach knallhart realistisch bin. Wir werden für die Alternative weder ein unabhängiges neues System, sozusagen neuen Wagen mit Rädern neben dem bisherigen schaffen können. Wir werden weder ein anderes Sicherheitssystem von null auf aus dem Boden stampfen. Wir werden kein Computerspiel von null aus dem Boden stampfen. Also ich sehe, wie ich ja öfters sage, dass die Welt, wie sie sich entwickelt hat, also gerade auch die Machtpotenziale, die da jetzt entstanden sind, ich halte gewaltsamen Widerstand für völlig aussichtslos und schädlich. Ich halte aber genau betrachtet insgesamt einen Kontrawiderstand für nicht günstig. Ich sehe die beste Variante darin, dass man hingeht und denen, die jetzt auch an den Hebeln sitzen, ob jetzt wirtschaftlich oder politisch, machtmäßig, militärisch oder Computerspielproduzentenmäßig, also dass man denen, die an den Hebeln sitzt, so starke Argumente bringt und am besten auch dann vorlebt, dass da Spielräume genutzt werden können, die ja Bereitschaft zur Verantwortung auch sind. Im bestehenden System, wie es sich entwickelt hat, in den Menschen, die da dran sitzen, dass man ihnen quasi sagt, hört mal, wollt ihr denn hier alles in der Welt zur verschlissenen und zugebombten Wüste machen? Oder wollt ihr nicht auch, dass bei dieser Entwicklung, und behaupten tun sie das ja, ne, mit der New World Order und dem Great Reset und was sie sich da vorstellen, stellt ihr euch das nicht eigentlich vor, auch als etwas, was sich weiterentwickelt, also was die Naturgrundlagen besser schützt, was wirtschaftlich mehr solidarische Formen entwickeln kann, Versorgungsformen entwickeln kann, und im politischen Bereich, dass die Demokratie weitergeht. Also wenn man sich das anschaut, Leute wie Präsident Bush damals über die New World Order gesagt haben, offene Welt, die wir mit Freude unseren Kindern überlassen können, an die Stelle des Rechts tritt. Und ich glaube, die aussichtsreichste, wahrscheinlich einzig aussichtsreiche Strategie ist, den Leuten sagen, hier, ihr habt euch jetzt in dieses System hineinmanövriert, da gibt es aber doch wohl Spielräume, wo ihr mit euch reden lasst über eine langfristige Verantwortlichkeit und über Maßnahmen und Schritte und Lebensformen, die in dieser Richtung auch was darstellen. Wir nehmen euch nichts weg. Es geht ja erstmal nur um, also ich habe das Piepen gehört, ich mache den Satz nochmal. Man kann ihnen sagen, diese Lebensform nehmen wir nicht weg. Ihr müsst die ausradieren. Die kommen eben nicht, um euch die Pistole auf die Brust zu halten, euer Geld wegzunehmen oder was auch immer zu machen. Ihr könnt das tolerieren als ein freies Wachstum neben den anderen gesellschaftlichen Entwicklungen, die da wachsen, was keinem wehtut, was friedlich ist, was lieb ist, was teilen will, was an Verantwortung denkt, an die Kinder der Zukunft. Und man reizt sie sozusagen und fordert sie auf, schaut, welchen Spielraum ihr dafür geben wollt, also ihr selbst auch für sinnvoll und angemessen haltet,
dass man mit euch da reden kann. Also wer im freie-argumente-kultur.de Forum nachschaut, da bin ich im Moment bei Themen auch, also wie im Bereich Wissenschaft, ein Sicherheitskonzept, habe ich jetzt gerade da reinkopiert vor ein paar Tagen, Gedanken dazu. Und ich denke, wir können wirklich weiter überlegen im Sinne so einer, ich nenne das Johannes-Herodes-Strategie, also wo die Alternativen und die Machthaber Berührungspunkte finden und Spielräume da entstehen, also was da so werden kann. Okay, Dankeschön, ich gebe weiter. Ja, danke für das Wort. Ich sehe das also, dass die Regeln, die wir uns alle gegeben haben, aus den Bedingungen entstanden sind, die wir durch Vertrag eingegangen sind. Alle, jeder mit sich selber. Und diese Bedingungen dürfen wir alle wieder lösen, weil die Bedingungen sind letztendlich das, die uns für das Leben, also es sind ja eigentlich nur Geisteskonstrukte, die wir Bedingungen, die wir eingegangen sind auf dem Vertrag. In Wirklichkeit existieren diese geistigen Grenzen oder gedachten Grenzen ja gar nicht. Wenn wir also in dieses freie Denken wiederkommen wollen, dann müssen wir diese Bedingungen auflösen, damit wir auch ein freies Leben bekommen können. Und wenn wir die Bedingungen auflösen von Regeln und Forderungen, dann kommen wir auch wieder in die Ehre und in die Würde, nicht nur in die Verantwortung. Und in Ehre und in Würde zu leben, heißt eben bedingungslos und harmonisch und miteinander, füreinander und nebeneinander zu leben, eben in Kooperation. Und das bedingt einzig und allein dem Schenken und dem Helfen. Weil jede Regel, die wir dort reinbringen, durch Kaufen oder Verkaufen oder Tauschen und Täuschen, das sind Narrative, die wir wieder ändern dürfen. Das sind Begrifflichkeiten, aber nicht das Leben. Weil die Sprache oder die Schrift selber ist eine der natürlichen, kosmischen, energetischen Kommunikation übergestülpte Matrix, die wir erkennen dürfen. Und diese Matrix, die wird ja gar nicht mal erkannt, weil die Sprache selber in Negation und auch in der Dualität Frequenzen und Schwingungen in die Welt bringt, mit dementsprechend Abwesenheit von guten Wörtern, die Welt im Grunde genommen schlecht reden. Aber die Welt ist nur das, was wir als Gedankenkonstrukt wahrnehmen. Aber nicht, dass wir als lebenswert spüren in jedem Moment im Jetzt, wo also die energetische Anbindung gefühlt und gespürt und gelebt wird. Und das passiert eigentlich nur in dem Moment des Jetzt, nicht in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit. Weil alles, was in der Vergangenheit und in der Zukunft gedacht wird, ist nicht das Leben, sondern nur ein Gedankenkonstrukt. Und das dürfen wir uns eigentlich erst einmal bewusst werden, was wir tun und wie wir es tun und wo wir leben und wie wir leben wollen. Und wenn wir leben wollen, oder es gibt eine Studie von Babys, die, wo man drei verschiedene Babys unterschiedlich behandelt hat. Das eine Baby, da durften die Eltern mit dabei sein, das wurde geliebkost, das wurde mit Liebe angenommen. Das andere Baby, das wurde von der Schwester behandelt, also ohne die Eltern, aber auch mit Liebe. Und ein Baby hat man einfach nur behandelt, aber ohne Liebe und ohne Großkontakt. Das hat einfach nur da gelesen, hat nur Essen und Pampers gekriegt und das war's. Und das Baby ist dann gestorben, weil einfach das Leben, das Miteinander fühlen, das Kommunizieren, also die taktile Kommunikation, nicht nur die verbale Kommunikation, auch die taktile Kommunikation, die muss oder die ist wichtig, um überhaupt energetische Anbindung zu haben, um Impulse zu bekommen, aktiv zu werden, wie es auch so schön heißt, also eine Information bekommen, die auch einen in Form bringt. In Form und Aktion bringt. Und das ist eigentlich das Wesentliche am Leben. Und wenn wir das Wesentliche am Leben wieder erkennen, dass also, wie es eigentlich in Großfamilien üblich ist, dass man eigentlich die Sicherheit hat, dass genügend Kinder und Menschen um einen herum sind, wenn man alt wird, dass man auch im Alter gepflegt ist und auch willkommen ist und auch sein Wissen dann auch dazu beitragen kann. Aber das ist ja alles kaputt gemacht worden durch Wirtschaft. Und das
darf man wieder beginnen, neu aufzubauen. Und das wird auch neu aufgebaut. In Kommunen, wo man sich wieder gegenseitig hilft und auch unterstützt. Und das ist eigentlich etwas sehr Schönes. Jetzt würde ich ganz gerne noch schnell meinen Vortrag zu Ende bringen. Also die vorteilbringenden Irrtümer der Menschen entstand durch das fehlerhafte Predigen von Gottesvertretern, für Geld zu arbeiten. Die Arbeit ist das Problem. Und das heißt, wenn wir für die Familie arbeiten, für unsere Mitmenschen arbeiten, dann ist das Wohl für alle gesorgt. Aber wenn wir für Geld arbeiten, dann verlieren wir das Wohl der anderen und lassen es außer Acht. Und das ist das, was wir die letzten 6000 Jahre im Grunde genommen vernachlässigt haben und was wieder in das Leben kommen darf. Dass wir miteinander, füreinander und nebeneinander zusammen agieren zum Wohl aller. Und nicht zu irgendeinem Vorteil. Ich gebe weiter. Ja, und wir suchen ja jetzt schon langsam so das Ende. Und deswegen werde ich versuchen, jetzt auch schon meinen Beitrag kürzer zu fassen als sonst. Ja, ich habe gerade einen Krimi geschaut, weil ich heute wieder krank im Bett liege, weil mich der Kapitalismus ja auch krank macht. Ne? Herzprobleme. Ich habe also einen Krimi geschaut und dort, da hat ein Chef einer Firma ein Killervirus ausgestreut in der Bevölkerung, weil nur so seine Gegenmittel verkaufbar waren und sein Geschäft weiter existieren konnte. Das ist Kapitalismus. Und die Leute, mit denen ich auf der Straße rede und die mir wenigstens lippenbekenntnismäßig zustimmen, die sagen, ja toll, die Gemeinwohlwirtschaftsordnung, GWÖ, GWO-Diskussion, das führt wenigstens dazu, dass das umgedreht wird. Dass nur noch der Gesundheit fördert, Geld verdient und nicht der sich bereichern kann, der die Leute erst noch recht krank macht, damit sie seine Produkte kaufen müssen. Ja? Und dieser erste kleine Schritt raus aus dem Kapitalismus, den verstehen viele Leute und äußern sich da ganz positiv, auch wenn sie dann auch wieder nichts tun in diese Richtung. Also ist es eigentlich vielleicht egal, weil nirgendwo was geschieht. Aber oder zum Beispiel, wenn ich den Leuten sage, dass der Supermarktleiter nicht dann mehr Geld verdient wie bisher, wenn es mehr Krebstote gibt, weil er nämlich immer billiger hergestellte, krebsförderliche, krankmachende Nahrung billig anbieten kann und dadurch Marktführer ist sozusagen, sondern nur, wenn weniger Krebstote die Folge seines Handelns sind, dann wird er belohnt. Da sehen die Leute einen unmittelbaren Fortschritt gegenüber früher. Ja, oder auch, wenn die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften, die erst einmal mir helfen, der erste Schritt ist erst einmal, dass Menschen, die alleine sind, zueinander gebracht werden in der Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaft und erste Liebespaare sich bilden und dann irgendwann Kommunen professionell gestartet werden mit dem ganzen Finanzvolumen einer Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaft und dass dann die Diskussion Monogamie, Polyamorie, Bisexualität, Gruppenehe, Bonobo-kommunistische Gruppenehe und so weiter, alles das kontrovers diskutiert wird in den Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften. Und dann, wenn nämlich zu viel gewollt wird, das bringt mir als Mensch ja nichts. Mir würde es was bringen, wenn alle Leute, die was verändern wollten, erstmal dafür sorgen würden, dass die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften entstehen, dass der Hausarzt nur noch an meiner Gesundheit verdient und dadurch ein Interesse daran hat, erst einmal die Menschen, die alleine sind, zusammenzubringen und daraus dann Kommunen zu starten und diese in Kommunen übergehen zu lassen mit allen Diskussionen, die dazugehören. Aber auch das, da finde ich zwar immer wieder Gesprächspartner, die da begeistert sagen, ja genau so muss es gehen. Das ist der erste Schritt, der erste kleine Schritt raus aus diesem teuflischen kapitalistischen System. Und trotzdem tut niemand etwas. Und wenn ich etwa nichts tue mit dem Verweis darauf, dass ich gleich den ganz großen Wurf will, gleich alles sofort von jetzt in die weltüberspannenden Bonobo-Kommunen hinein.
Ja, dann wird das nie funktionieren, weil dieser Schritt ist wahrscheinlich für die meisten Menschen zu groß, als dass er vorstellbar wäre. Die Reise mit dem ersten kleinen Schritt anfangen, das ist das Motto der GWO und GWÖ-Diskussion. Ja, also insofern gebe ich weiter. Ja. Ja, ich hatte ja schon erst gesagt, ich weiß nicht genau, was für die Menschen der größere Schritt ist oder die größere Umstellung. Und das ist halt irgendwie darüber nach, ob das nicht ein Stück weit erzwungen werden muss, der erste Schritt. Und was ich damit meine, ist halt, dass sozusagen von der Regierung, von oben praktisch so eine Volksabstimmung gemacht werden müsste, wo es relativ einfach ist für die Leute, gerade auch wenn es von oben kommt, ist ja so, dass sie dann auch aufgefordert werden zu reagieren. Und wenn wir dann sozusagen in dieser Volksabstimmung ein Rezept hatten, entweder so, ja, Bode-Bode-mäßig oder am Tag X wird nach einer Vernetzung, wird das Geld abgeschafft oder so, dann werden wir ja sehen, sozusagen, für was die Mehrheit ist. Und was sie als kleinen oder größeren Schritt empfangen. Und im Prinzip ist ja dadurch, dass dann das Parlament oder die Regierung an das Votum der Volksabstimmung gebunden ist, also wollen wir hoffen zumindest, dass hier zumindest unseren sogenannten Demokratien, die da zumindest auch den Anschein wahren müssen oder wollen, dass sie sich an dieses Votum gebunden fühlen. Bin gespannt, was hier auch in Berlin mit rauskommt, mit dieser deutsche Wohnenteignung voten, war ja auch 57 oder 60%, die dafür gewotet haben. Und mal sehen, ob die das umsetzen. Aber ich habe da noch ein bisschen Hoffnung, dass sich sozusagen in der Demokratie das nicht so einfach ist, sich dem Gesamtvotum vom Volk dem sich zu entwinden. Und dass wir also mehr oder minder gezwungen dann dem halt auch nachkommen müssen. Und wenn die dann sozusagen von oben sagen, ja, die Ärzte werden jetzt nicht mehr noch da abgerechnet, wie viele Patienten wir haben, sondern kriegen Anreiz oder Geld oder was, eben wenn sie möglichst wenig Patienten haben und wenn alle sagen, hier bin ich länger gesund als bei dem anderen, dann gehe ich zu dem, dann ja, machen wir meinetwegen auch den Zwischenschritt, den du so sagst, ist besser als gar kein Schritt. Und wie gesagt, mit diesem Votum, denke ich, werden die Leute ein Stück weit gezwungen, wenn sie per Volksabstimmung, ähnlich wie bei der Wahl, ihre Meinung zu sagen können, dass wir dann eher rauskriegen, wie dann weitergeht. Also erstmal, was deren Wünsche sind in Bezug auf kleinen oder großen Schritt. Und vor allen Dingen, dass dann von oben eben doch die Durchsetzung oder die Realisierung und Umsetzung dieses Schrittes, dass der dann eben sozusagen verordnet wird und dass dann eben auch mehr Leute ja mitmachen, wie beim Impfen, wenn von oben gesagt wird, so und so, dass sich impfen, dann machen ja relativ auch natürlich auch durch Medien und so weiter, wird dann auch umgesetzt. Also das ist so eine Sache, wo ich in der Zeit überlege, ob das eine Möglichkeit wäre, aus dem Dilemma, was wir so haben, dass wir eigentlich gute Ideen haben, aber nicht weiterkommen, da ein bisschen rauszukommen. So, und damit gebe ich an Öffi weiter. Ich glaube, das war schon mein Schlusswort. Kommen wir nicht mehr noch neu an und gehe weiter. War wieder sehr fruchtbar. Leider nur im kleinen Kreis. Und ja, verabschiede mich schon mal hier und höre jetzt weiter Öffi zu. Ja, danke den Vorrednern. Und der Öffi ist eigentlich auch so, dass er im letzten Jahr schon gesagt hatte, lasst uns machen, lasst uns Überzeugungskraft finden, lasst uns hingehen, die Dinge kombinieren, lasst uns alles, was greifbar werden kann, greifbar machen. Es gibt nichts Überzeugenderes für anderes Leben als anderes Leben oder halt anderer Spruch. Anders Leben ist die wichtigste Aktion. Ja. Und dann wird es natürlich kleine Wachstumsprozesse geben können, die wir so groß wie möglich aufblasen können, auch durch die Internetvernetzung weltweit. Und wir wissen alle nicht, wo Kippeffekte möglich sind. Also ich mache ja da sozusagen den Till-Eulenspiegel oder den, ja, Kasper in Anführungszeichen für die Überwindung der Kommunikationsschwellen. Mit Argumenten, gegen die man kaum was sagen kann, muss ich gucken, dass ich mal irgendwann über so eine Schwelle reinkomme auf eine akzeptable Bühne. Wer weiß, vielleicht macht es dann schon Klick und da ist der Kippeffekt. Vielleicht meldet sich morgen jemand für die Zukunftskonferenz mit fairer Offenheit für alle Lösungsideen. Ja,
Und man muss es machen, Dylan hat recht. Das Übelste ist, wenn am Ende eine Lücke oder eine Gelegenheit da war, die Welt zur Verantwortung umzuschwenken. Und wir haben es nicht gemacht, weil wir entweder gar nicht da waren oder nicht genug Power und so. Ne? Deshalb, also wo gar kein schlangenverseuchter Urwald ist, muss man ihn sich auch nicht einbilden und kann Power in den Hintern geben, so, dass da richtig man in Schwung kommt. So. Ja, ich umarme alle euch durchs Internet oder Telefon, alle Zuschauer. Und es geht weiter am nächsten Samstag beim Verantwortungstreff. Haben vielleicht meine Frau und mein Sohn sogar auch Lust, mal ein paar Minuten mit reinzukommen, schon mitzureden. Ja, es muss irgendwie weitergehen. Bis denn. Ja, danke fürs Wort. Ich, Moment, will nur gerade den Bildschirm teilen. So, dann werde ich jetzt also die vorteilbringenden Irrtümer, wie die entstanden, durch das fehlerhafte Predigen von Gottesvertretern für Geld zu arbeiten. Anstatt das natürliche Schöpfergesetz zu achten, das auf jeder Geldmünze symbolisch geprägt ist und Folgendes bei richtiger Betrachtung für jeden erkennbar und sichtbar wird. Die Ehre und Würde sowie aufkommende Bedingungen und Forderungen, wie das Gleichgewicht aller aufrecht lebenden Kräfte der Harmonie korrumpieren, sofort wieder in die Einheit und Einigkeit der Schöpfung zu bringen und zu halten, ohne sich auch nur eine kleine Bedingung oder schleichende oder offensichtliche Gewalt oder sich auf mindere Werte am Sein einzulassen. Anstatt im Konsens der Kommunikation und freier Argumentekultur sich friedliebend in grenzenloser Freiheit sich wieder einig und einzig wieder zu einigen und mit dem natürlichen, energetisch wirksamen Gesetz der Schöpfung das Leben zu genießen. Weil nur in Harmonie, in Einigkeit und in Liebe kann man das Leben genießen. Wenn man sich ständig mit Regeln um die Ohren haut, die wider dieser kosmischen Ordnung sind, dann machen wir uns das Leben doch alle selber schwer. Versteht das denn keiner? Und es ist wirklich, es braucht nur das Erkennen der eigenen Fehler, die wir selber leben, um uns das Leben wieder leichter zu machen. Das freie und glückselige Firmensein, um sein Talent oder die individuelle Begabung als ein Seelenwesen zum Ausdruck zu bringen, für das Wohlsein und zur Freude aller Mitmenschen, wurde zu einem durch 8 von 10 Geboten, Gottesgeboten in der Negation, du sollst nicht. Doch wir dürfen alles tun, was keinem anderen schadet. Was eine strukturelle energetische Gewalt in der Sprachmatrix ist. Und das dürfen wir erkennen, dass die Sprachmatrix uns etwas einredet, was wir eigentlich gar nicht wollen. In der Negation. So wie zum anderen von vielen Gesetzen der Firmen zweiter und dritter Reihe einer pyramidalen Gewaltherrschaft von der Firma Fatikan, die mit zusätzlicher Waffengewalt in Form von heiligen Kriegen umgesetzt wurden. Sowie zum Weiteren durch struktureller Gewalt in den Firmenstrukturen, Druck und Konsequenzen von den Firmenchefs auf die Mitarbeiter ausgeübt werden, wo das Firmensein der Arbeiter in der Firma in immer mehr Bedingungen und Normen gedrängt wurden. Hierzu sei gesagt, dass jeder Arbeiter selber in der Missachtung vorteilbringender Irrtümer sowie jeder selber Mittäter am Leben minimierenden Prozesse bewirkt, weil jeder selber die Bedingungen durch Vertrag und Gehorsam sowie in der Missachtung der Schöpfung sowie für Mare durch Unterschrift bestätigen, selber freiwillige eingegangene und sich einverstanden erklärt hat.
Das darf jeder selber für sich lernen. Nur diese Bedingungen sind in dieser Welt und die erzeugen den Krieg. Von uns allen, die diese Bedingungen eingegangen sind, die wir eigentlich gar nicht wollen. Und diese Bedingungen darf auch jeder selber wieder auflösen. Anstatt, dass sich die Menschen in ihrem freien Firmensein, also ihr Talent auszuüben, an einer freien Begegnungsstätte Firma unter dem freien Firmament am Wiederausüben zum Wohlsein aller Mitmenschen und zu ihrer selbstbestimmten Freude und Glückseligkeit frei agieren und alte Bedingungen auflösen, sodass der angebliche vorteilbringende Irrtum mit vielen strukturellen Gewalten sichtbar werden, um den Weg in das Paradies, der jahrtausendelang die Schöpferordnung überlagerte, auf eine freie Argumentekultur sowie über die Anbindung unserer eigenen 12 Sinnesorgane zu einer eigenen autarken und immunen Selbstbestimmung wieder mit der schöpferischen, natürlichen, energetischen Kommunikation frei zu kommunizieren und zu agieren. Und damit möchte ich dann auch schließen und verabschiede mich. Ja, ich habe nur noch einen Schlusssatz. Ich fände es toll, wenn wir die, so eine Volksabstimmung, wie Lucky sie genannt hätte, kriegen würde. Aber wer macht's? Leider startet die bis jetzt niemand, weil im Gegensatz zur Schweiz die Politiker natürlich heutzutage in Deutschland wahrscheinlich jede Volksabstimmung einfach überstimmen können. Und ich will nur erwähnen, dass das den Volksabstimmungsgedanken, die gibt's ja auch in der GWO, die Bundesliga der Bundesregierung, ist ja eine laufende Volksabstimmung. Stimmung mit den Wohlfühlstimmen. Die Wohlfühlstimme an sich ist ein Dauervolksentscheid. Also gleiche Gedanken, aber leider stelle ich einfach nur fest, niemand macht's. Und manchmal denke ich, dass der parteipolitische Weg vielleicht doch der schnellste von allem wäre. Aber dann müsste eben eine Partei gemacht werden, wie die PDG, die Partei des Gemeinwohls, müsste wirklich aktiv betrieben werden, obwohl sie allem widerspricht, nämlich keine vorteilbringenden und Irrtümer den Leuten anbietet. Und ja, also wie gesagt, ich sehe im Moment kein Land, aber vielleicht sehen wir am nächsten Samstag Land. Will noch jemand Schlussbemerkung? Ja, dann sage ich noch mal ganz kurz was dazu. Ich denke, wir sollten uns weniger auf Parteien oder Führungskräfte achten, sondern die Sache alle selber in die Hand nehmen und nicht gegen oben kämpfen, sondern gegen die Menschen, mit denen wir es zu tun haben, die diese vorteilbringenden Irrtümer immer noch leben wollen, dass wir denen die vorteilbringenden Irrtümer eigentlich mal erklären, dass sie ja im Grunde genommen nicht sich selber schaden, sondern uns auch schaden damit. Und damit wünsche ich den Leuten und Zuhörern eine schöne Woche und einen schönen Abend. Okay, ich sage auch Tschüss dann, ja. Tschüss, euch auch. Schließe mich Henning an mit den schönen Wünschen für den Abend und für die nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüssi, alle. Tschüssi. Bis Samstag.